So, ich glaube, wir sind live. Jetzt warte ich mal kurz. Ich muss noch hier das anpassen. Man muss ja eh warten, bis die ersten reinkommen. Wo sind wir denn stehen geblieben letztes Mal? Da muss ich jetzt mal nachschauen. Das habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf, wie weit wir schon gekommen sind. Schon mal kurz. Was ist denn der letzte Livestream? Da. 15. Ist das Kapitel 15? Ich glaube ja. Hallöchen. Kommen schon die ersten rein. Perfekt. Ich muss noch kurz was anpassen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, welches Kapitel wir sind. Ich glaube aber Kapitel 15. Schreibe jetzt richtig. Ich glaube schon. Ich habe übrigens nach den letzten Problemen meinen Dings ausgetauscht und ich habe mein Programm neu installiert. Deswegen hoffe ich jetzt mal, es ist alles und ein Kabel ausgetauscht. Deswegen hoffe ich jetzt, es ist heute besser. Wenn es wieder so abgehackt ist und so, dann müsst ihr mich das wissen lassen. Dann muss ich echt nochmal gucken, woran es liegen könnte. Ja, ich weiß, dass es. Ja, ich bin gerade hier am Skript, gucke ich mal und Neville schnarcht gerade und Harry. Das nächste ist Beauxbatons und Durmstrang. Und ich glaube, das ist das nächste Kapitel. Also ich weiß, wie das Kapitel heißt. Ich habe es hier vor mir. Ich weiß nur die Nummer nicht. Aber ich sage jetzt einfach mal Kapitel 15. Müsste so passen. Weil ich habe das alte Ding nicht mehr. Weil ich alles neu installiert habe und so. Ist es jetzt super? Oder muss ich lauter machen? Oder leiser? Ich warte mal kurz noch. Hast dich gerade gefragt, ja. Perfekt. Ich kann noch kurz auf Discord eine Meldung raushauen, dass wir jetzt wieder am Streamen sind. Ton super, aber nur auf dem linken Ohr. Ah ja, warte mal. Das habe ich mir ein bisschen gedacht. Das wollen wir natürlich nicht. Es ist jetzt besser. Es ist jetzt auf beiden Ohren. Jetzt habe ich gerade was eingestellt. Oder ist es jetzt andersrum? Weil ich habe hier gerade Mono gedrückt. Aber letztes Mal musste ich es, glaube ich, auch drücken. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Wenn du sagst, jetzt ist besser, dann glaube ich dir mal. Viel besser. Perfekt. Ja, ist alles wieder hier höchst professionell organisiert. Ja, wie gesagt, ach, auf Discord wollte ich noch eine Meldung machen. Genau, für die paar Leute, die da drin sind. Wo sind wir denn? Da. Kann ich hier? Wie mache ich denn den Link? Moment. Das irgendwie teilen. Ach hier. Copy. Now. Fragt mich immer, ob ich es wirklich an alle senden will. Aber ja, will ich. Kapitel 15, perfekt, okay. Ihr müsst nicht mehr lange warten, wir machen gleich weiter. Oder wir, was heißt weiter? Wir fangen gleich an. Keine Sorge. So, hallo Martin, hallo Bee, hallo Ray Blake, Maxi, Luise, Stephanie, Maggie, Nozu, Nicole. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Oder ihr, Crossfire, XBack. Dich kenne ich sogar, du bist, glaube ich, im Discord. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, ihr kennt doch das Programm schon. Alle nochmal liken und dann können wir gleich loslegen. Bin ich mal gespannt. Guten Abend, Kalypso. So. Ba-ba-ba-ba. Der Link im Discord ist einfach nur hier für YouTube, dass die Leute nicht extra auf YouTube gehen müssen, sondern können einfach draufklicken. Ich kann jetzt natürlich auf YouTube nochmal Discord verlinken, aber ich glaube, das ist gerade so viel des Guten. Vielleicht muss ich das immer in die Beschreibung machen oder so, dann können die Leute auch so reinkommen. Und wie geht's euch? Wie war euer Wochenende?
fang gleich an, keine Sorge. Ich muss ehrlich gerade, ich will gerade einfach gucken, ob unser Internet hier durchhält oder ob das wieder gute Nacht sagt. Und einfach so ein paar Minuten kurz testen, aber es sieht eigentlich gut aus. Heute ist alles grün. Und ich hatte die letzten Tage auch keine Probleme. Es ist wieder soweit. Ja, es ist soweit. Das ganze Wochenende drauf gewartet. Die ganze letzte Woche. Jetzt machen wir weiter. Ich habe auch gute Nachrichten. Und zwar, mich hat jemand angeschrieben, ob er mir helfen kann. Vielleicht hat ihn die Qualität genervt. Nee, der hat das irgendwie studiert oder eine Ausbildung gemacht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber irgendwie so Audio Engineering oder sowas. Und der hilft jetzt bei dem neuen Buch, bei dem vierten Teil quasi ja, mit der Bearbeitung. Also schneidet so ein paar Schmatzer raus oder ein paar ja, Fehler und macht, dass es sich besser anhört. Der hat mir schon was zurückgeschickt, hat mir gefallen und ja, der vierte Teil kommt jetzt in Profi-Qualität. Zumindest soweit es eben geht. Aber ich hoffe mal besser als sonst. Wird natürlich dafür bezahlt, macht er jetzt nicht einfach umsonst. So sind wir ja nicht. Hallo Tanja. Hallo René. So, dann würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Wenn irgendwas ist, ich gucke jetzt auch immer mal ein bisschen in den Chat, weil es die letzten Male ja immer so ein bisschen, na, ich sage jetzt mal nicht Probleme, aber ruckelig war mit Ton oder Internet oder was auch immer. Irgendwas war ja immer. Deswegen gucke ich jetzt mal in den Chat. Aber ja, fangen wir jetzt einfach mal gleich an. Nicht jetzt erstmal eine halbe Stunde reden, sondern gleich mal loslegen. Jetzt hast du es endlich mal erwischt, Stefanie. Finally hat's geklappt. Wenn irgendwas ist, einfach Bescheid sagen, ne, im Chat. Ich gucke ab und zu immer rein. Aber ja, nicht alle 3 Sekunden. Könnt ihr euch ja wieder untereinander unterhalten. Ihr kennt das ja. So. Dann schaue ich mal noch, dass ich das hier so ein bisschen. So. Oh, ist gut. Hat es Schallplatten-Vibes? Ja, vielleicht soll ich das einfach vermarkten als Vintage. Als gewollte, imperfekte Qualität. Aber nein, war es leider nicht. War einfach nervig. Also, wenn irgendwas ist, einfach Bescheid sagen. Aber ansonsten legen wir jetzt los. Können ja reinschreiben, wenn es wieder irgendwie nervt. So. Dann wollen wir mal, damit ihr hier nicht umsonst wartet. Beauxbatons und Durmstrang. Als hätte Harrys Kopf im Schlaf unermüdlich gearbeitet, erwachte er früh am nächsten Morgen mit einem glasklaren Plan im Sinn. Er stand auf, zog sich im blassen Dämmerlicht an und ging dann, ohne Ron zu wecken, hinunter in den verlassenen Gemeinschaftsraum. Er nahm ein Blatt Pergament vom Tisch, auf dem noch seine Hausaufgaben für Wahrsagen lagen, und schrieb den folgenden Brief: Lieber Sirius, ich glaube, ich habe mir nur eingebildet, dass meine Narbe wehtat. Ich war noch ziemlich verpennt, als ich dir diesen Brief schrieb. Es hat keinen Zweck, dass du zurückkommst. Hier ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen um mich. Mein Kopf fühlt sich ganz normal an. Harry. Dann kletterte er aus dem Porträtloch, stieg die Treppen des noch im Schlaf liegenden Schlosses hoch, nur ganz kurz von Peeves aufgehalten, der ihm in einem Korridor im vierten Stock eine große Vase über den Kopf stülpen wollte, bis er schließlich in die Eulerei in der Spitze des Westturms gelangte. Die Eulerei war ein kreisrunder Raum mit steinernen Wänden, und da die Fenster keine Scheiben hatten, war er recht kalt und zugig. Der strohbedeckte Boden war übersät mit Eulenmist und ausgewirkten Knochen von Mäusen und Maulwürfen. Hunderte von Eulen jeder erdenklichen Art hockten hier auf den Stangen, die sich bis hoch zum Turmgebäck zogen, und fast alle schliefen, auch wenn hie und da ein rundes Bernsteinauge Harry mit scharfem Blick folgte. Jetzt sah er auch Hedwig behaglich zwischen einer Schleiereule und einem Waldkauz schlafen, und er ging hastig zu ihr hinüber, wobei er fast auf dem mit Vogelkot übersäten Boden ausgerutscht wäre. Es dauerte eine Weile, bis er sie dazu bringen konnte, aufzuwachen und ihn überhaupt anzusehen, denn zunächst trippelte sie auf ihrer Stange umher und zeigte ihm nur den Schwanz. Offensichtlich war sie immer noch gekränkt wegen seiner undankbaren Art am Abend zuvor. Am Ende schaffte es Harry dann doch, sie zu überzeugen, indem er laut überlegte, dass sie wohl zu müde sei und der Ron bitten würde, ihm Pigwidgeon zu leihen. Daraufhin streckte sie ein Bein aus und ließ ihn den Brief daran festbinden. Du findest ihn, nicht wahr? Sagte Harry und streichelte ihr übers Gefieder,
während er sie auf dem Arm zu einer der Mauerluken trug. »Bevor die Dementoren ihn finden.« Sie kniff ihm in den Finger, vielleicht ein wenig kräftiger als sonst, schuhute leise, als wollte sie ihn trotz allem beruhigen. Dann breitete sie ihre Flügel aus und flatterte in den Sonnenaufgang hinein. Harry sah ihr mit dem schon vertrauten flauen Gefühl im Magen nach, bis sie verschwunden war. Er war sich so sicher gewesen, dass Sirius' Antwort seine Sorgen lindern und nicht noch steigern würden. »Das war eine Lüge, Harry«, sagte Hermine in scharfem Ton beim Frühstück, als er ihr und Ron von seinem Brief erzählt hatte. »Du hast dir nicht bloß eingebildet, dass deine Narbe wehtat, das weißt du genau.« »Na und«, sagte Harry, »meinetwegen soll er jedenfalls nicht wieder in Azkaban landen.« »Lass stecken«, fuhr Ron Hermine an, als sie den Mund öffnete, um noch ein wenig weiter zu streiten, und ausnahmsweise folgte ihm Hermine und verstummte. Während der nächsten Wochen mühte sich Harry nach Kräften, sich keine Sorgen über Sirius zu machen. Gewiss, er konnte es einfach nicht lassen, mit bangem Gefühl aufzusehen, wenn am Morgen die Posteulen ankamen. Noch konnte er verhindern, dass spät am Abend, bevor er einschlief, grauenhafte Bilder an seinem inneren Auge vorbeizogen. Bilder von Sirius, wie er in irgendeiner dunklen Londoner Straße von Dementoren in die Ecke getrieben wurde. Doch ansonsten gab er sich Mühe, nicht an seinen Paten zu denken. Könnte doch nur Quidditch spielen, um sich abzulenken. Nichts hätte seinem aufgewühlten Gemüt so gut getan wie eine harte, fetzige Trainingsstunde. Andererseits war der Unterricht jetzt so anspruchsvoll und schwierig wie nie zuvor, besonders in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Zu ihrer Überraschung hatte Professor Moody angekündigt, dass er jeden einzelnen von ihnen mit dem Imperiusfluch belegen würde, um dessen Macht zu zeigen und zu prüfen, ob sie sich gegen seine Wirkung zur Wehr setzen konnten. »Aber Sie sagten doch, er sei verboten, Professor«, sagte Hermine verunsichert, als Moody mit einem Schwung seines Zauberstabs die Tische vordrücken ließ und sich einen großen, freien Platz in der Mitte des Raumes verschaffte. »Sie sagten, ihn gegen einen anderen Menschen einzusetzen sei...« »Dumbledore will, dass ich euch beibringe, wie es sich anfühlt«, sagte Moody, und sein magisches Auge schwamm zu Hermine hin und fixierte sie mit schaurigem Blick, ohne ein einziges Mal zu blinzeln. »Wenn du es lieber auf die harte Tour lernen willst...« Wenn dich jemand da überrascht und dich vollkommen unterwirft, mir soll's recht sein. Du bist entschuldigt. Da geht's raus. Er wies mit seinem knorrigen Finger zur Tür. Hermine lief Rose an und murmelte etwas von wegen, es hätte sie nicht so gemeint. Harry und Ron grinsten sich zu. Sie wussten, dass Hermine lieber Bubblotubbler-Eiter schlürfen würde, als eine so wichtige Unterrichtsstunde zu verpassen. Moody ließ sie der Reihe nach vortreten und belegte sie mit dem Imperiusfluch. Harry beobachtete, wie seine Mitschüler unter Moodys Einfluss die erstaunlichsten Dinge vollführten. Dean Thomas hüpfte dreimal im Kreis durchs Zimmer und sang dabei die Nationalhymne. Lavender Brown ahmte ein Eichhörnchen nach. Neville zeigte eine Reihe ganz verblüffender Gymnastikübungen, bei denen er ansonsten sicher zusammengeklappt wäre. Nicht einer von ihnen schien fähig zu sein, den Fluch abzuwehren, und alle erholten sich erst, als Moody ihn wieder aufhob. »Potter«, knurrte Moody, »du bist dran.« Harry trat vor in die Mitte des Klassenzimmers, wo Moody Platz geschaffen hatte. Moody hob den Zauberstab, richtete ihn auf Harry und sagte, »Imperio!« Es war ein höchst wundersames Gefühl. Harry glaubte zu schweben. Jeder Gedanke, alle Sorgen, die ihn umtrieben, waren wie von sanfter Hand weggewischt. Und zurück blieb nur ein vages, unergründliches Glücksgefühl. Da stand er, unendlich entspannt, nur leise ahnend, dass alle ihn ansahen. Und dann hörte er Mad-Eye Moodys Stimme in einer fernen Kammer seines leeren Kopfes widerhallen. »Spring auf den Tisch! Spring auf den Tisch!« Harry ging folgsam in die Knie und setzte zum Sprung an. »Spring auf den Tisch!« »Warum eigentlich?« Eine andere Stimme weit hinten in seinem Kopf war erwacht. »Wäre doch ziemlich bescheuert, das zu tun«, sagte die Stimme. »Spring auf den Tisch!« »Nein! Das werde ich lieber nicht tun, danke«, sagte die andere Stimme, ein wenig fester. »Nein, ich will wirklich nicht.« »Spring, sofort!« Was Harry als nächstes spürte, war ein heftiger Schmerz. Er war gesprungen und hatte zugleich versucht, sich davon abzuhalten, woraufhin er mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen war, ihn umgeworfen hatte und sich, nach dem Gefühl in seinen Beinen zu schließen, auch noch beide Kniescheiben zertrümmert hatte. »Nun, das war doch schon mal was«, hörte er Moodys knurrende Stimme, und plötzlich spürte Harry, wie das leere, hallende Gefühl in seinem Kopf verschwand. Er erinnerte sich genau daran, was passiert war, und der Schmerz in seinen Knien schien sich noch zu verdoppeln.
Schau dich das an, ihr Rasselbande. Potter hat gekämpft. Er hat gegen den Fluch angekämpft, den verdammt nochmal fast gebrochen. Wir versuchen's nochmal, Potter, und die anderen passen gut auf. Schaut ihm in die Augen, da seht ihr's. Sehr gut, Potter. Wirklich sehr gut. Die werden Schwierigkeiten haben, dich zu unterwerfen. So wie er redet, murmelte Harry, als er eine Stunde später aus dem Klassenzimmer humpelte. Moody hatte darauf bestanden, Harry viermal in Folge an seine Grenzen gehen zu lassen, bis er schließlich den Fluch vollkommen abschütteln konnte. So wie er redet, sollte man meinen, wir könnten jeden Augenblick angegriffen werden. Ja, ich weiß, sagte Ron, der immer noch bei dem jeden zweiten Schritt hüpfte. Er hatte viel mehr Probleme mit dem Fluch gehabt als Harry, doch Moody versicherte ihn, die Wirkung würde bis zum Mittagessen abklingen. Wenn wir schon beim Verfolgungswahn sind, Ron sah aber nervös über die Schulter, ob Moody ja auch außer Hörweite war, und fuhr fort. Kein Wunder, dass im Ministerium froh waren, ihn loszuwerden. Hast du gehört, wie er Seamus erzählt hat, was er mit dieser Hexe angestellt hat, die am 1. April hinter seinem Rücken Bu gerufen hat? Und wann sollen wir denn alle über den Widerstand gegen den Imperiusfluch nachlesen, wenn wir ohnehin so viel zu tun haben? Allen Viertklässlern war aufgefallen, dass sie dieses Jahr eine ganze Menge mehr arbeiten mussten. Professor McGonagall erklärte ihnen auch warum, als die Klasse in Verwandlung mit besonders lautem Stöhnen und Ächzen auf eine neue Ladung Hausaufgaben reagiert hatte. Für Sie beginnt jetzt eine besonders wichtige Zeit in Ihrer Ausbildung als Zauberer, verkündete sie, und die Augen hinter ihren quadratischen Brillengläsern glitzerten gefährlich. Ihre Prüfungen für die ZAGs stehen bevor. Wir kriegen die ZAGs doch erst im 5. Jahr, sagte Dean Thomas entrüstet. Das mag sein, Thomas, aber glauben Sie mir, Sie brauchen alle Vorbereitungen, die Sie bekommen können. Miss Granger ist bis heute die Einzige in der Klasse, die es schafft, ein Igel in ein gewöhnliches Nadelkissen zu verwandeln. Ich darf Sie daran erinnern, Thomas, dass Ihr Kissen immer noch vor Angst zusammenschrumpft, wenn sich jemand mit einer Nadel nähert. Hermine war wieder einmal rosa angelaufen und schien sich zu bemühen, nicht allzu geschmeichelt auszusehen. Harry und Ron amüsierten sich köstlich, als Professor Trelawney in der nächsten Wahrsagestunde verkündete, sie hätten für ihre Vorhersagen Spitzennoten bekommen. Sie las ausgiebig aus ihren Arbeiten vor und lobte sie für ihren unerschrockenen Blick auf die Schrecken, die ihnen ins Haus standen. Weniger erfreut waren sie jedoch, als Professor Trelawney ihnen aufgab, das Gleiche noch einmal für den übernächsten Monat zu machen. Allmählich gingen den beiden die Ideen aus. Unterdessen ließ sie Professor Binns, der Geist, der Geschichte der Zauberei lehrte, jede Woche einen Aufsatz über die Koboldaufstände im 18. Jahrhundert schreiben. Professor Snape zwang sie, Gegengifte zu erforschen. Das nahm sie sehr ernst, denn er deutete an, er könnte ja einen von ihnen noch vor Weihnachten vergiften, um festzustellen, ob das Gegengift wirke. Professor Flitwick verlangte von ihnen zur Vorbereitung auf den Unterricht über Aufruf und Sammelzauber noch 3 weitere Bücher nebenher zu lesen. Selbst Hagrid bürdete ihnen eine zusätzliche Last auf. Die knallrümpfigen Kröter wuchsen erstaunlich schnell, wenn man bedachte, dass noch keiner herausgefunden hatte, was sie fraßen. Hagrid war es eine Wonne und er schlug im Rahmen ihres Projekts vor, sie sollten doch jeden zweiten Abend zu seiner Hütte herunterkommen, um die Kröter zu beobachten und sich Notizen über ihr eigenartiges Verhalten zu machen. »Ich jedenfalls nicht«, sagte Draco Malfoy lustlos, nachdem Hagrid ihnen diesen Vorschlag mit der Miene eines Weihnachtsmannes gemacht hatte, der ein besonders großes Päckchen aus dem Sack zieht. »Ich sehe im Unterricht genug von diesen widerlichen Dingern, danke.« Hagrids Lächeln erstarb. »Du tust, was man dir sagt«, knurrte er. »Oh, ich rede mal ein Wörtchen mit Professor Moody. Hab gehört, du gibst ein niedliches Frettchen ab, Malfoy.« Die Gryffindors lachten schallend. Malfoy errötete vor Zorn, doch offenbar war die Erinnerung an die Bestrafung durch Moody immer noch schmerzhaft genug, um ihn den Mund zu versiegeln. Harry, Ron und Hermine kehrten nach dem Unterricht bestens gelaunt in das Schloss zurück. Zu erleben, wie Hagrid Malfoy in die Schranken wies, war eine Genugtuung gewesen, vor allem, da Malfoy sich im letzten Jahr nach Kräften bemüht hatte, Hagrid aus der Schule werfen zu lassen. In der Eingangshalle gerieten sie an dichtes Gewühle von Mitschülern, die sich alle um ein großes Schild drängelten, das am Fuß der Marmortritte aufgestellt war. Ron, der längste der 3, lugte auf Zehenspitzen stehend über die Köpfe hinweg und las den anderen beiden vor, was auf dem Schild stand. Trimagisches Turnier. Die Abordnungen aus den Beauxbatons und Durmstrang kommen am Freitag, den 30. Oktober, um 6 Uhr nachmittags an. Der Unterricht endet eine halbe Stunde früher. Toll, sagte Harry. In der letzten Stunde am Freitag haben wir Zaubertränke. Dann hat Snape wenigstens keine Zeit mehr, uns alle zu vergiften.
Die Schüler werden gebeten, Taschen und Bücher in die Schlafräume zu bringen und sich vor dem Schloss zu versammeln, um unsere Gäste vor dem Willkommensfest zu begrüßen. Noch eine Woche, sagte Ernie McMillan von den Hufflepuffs, der mit glänzenden Augen aus der Menge auftauchte. Ob Cedric das schon weiß? Ich glaube, ich gehe und ich sag's ihm. Cedric? Sagte Ron mit ahnungslosem Gesicht, als Ernie davonrannte. Diggory, sagte Harry. Er wird sicher am Turnier teilnehmen. Dieser Idiot soll Hogwarts-Champion werden, sagte Ron, während sie sich durch die plappernde Menge zur Treppe schoben. Er ist kein Idiot, du kannst ihn nur nicht ausstehen, weil er Gryffindor im Quidditch geschlagen hat, sagte Hermine. Ich habe gehört, er sei richtig gut im Unterricht und er ist Vertrauensschüler. Sie sprach, als ob die Angelegenheit damit erledigt wäre. Du magst ihn doch nur, weil er hübsch ist, sagte Ron spöttisch. Entschuldige mal, ich mag niemanden nur, weil er hübsch ist, sagte Hermine entrüstet. Ron ließ ein falsches Hüsteln hören, das merkwürdigerweise wie Lockhart klang. Das Schild in der Eingangshalle hatte erstaunliche Wirkung auf die Bewohner des Schlosses. In der folgenden Woche erschien es, gleich wo Harry hinkam, nur ein Thema zu geben. Das trimagische Turnier. Gerüchte flogen von Schüler zu Schüler wie ansteckende Bazillen. Wer würde für Hogwarts ins Rennen gehen? Welche Turnieraufgaben warteten auf ihn oder sie? Waren die Schüler von Beauxbatons und Durmstrang anders als die von Hogwarts? Harry bemerkte auch, dass im Schloss besonders gründlich geputzt wurde. Mehrere rußüberzogene Gemälde wurden geschrubbt, zum großen Missvergnügen der Abgebildeten, die in ihren Rahmen kauerten und zusammenzuckten, wenn sie ihre frisch gewaschenen rosa Gesichter berührten. Die Rüstungen glänzten auf einmal und kreischten nicht bei jeder Bewegung, und Argus Filch, der Hausmeister, bekam jedes Mal, wenn jemand vergaß, sich die Schuhe abzuputzen, einen derartigen Wutanfall, dass zwei Mädchen aus der ersten Klasse vor Angst Schreikrämpfe bekamen. Auch die Mitglieder des Lehrkörpers schienen merkwürdig angespannt. Longbottom, seien Sie so nett und zeigen Sie den Leuten von Durmstrang ja nicht, dass Sie nicht einmal einen einfachen Verwandlungszauber beherrschen, blaffte Professor McGonagall Neville am Ende seiner besonders schwierigen Stunde an, während deren er versehentlich seine eigenen Ohren auf einen Kaktus verpflanzt hatte. Als sie am Morgen des 30. Oktober zum Frühstück hinunterging, stellten sie fest, dass die große Halle über Nacht geschmückt worden war. Riesige seidene Banner hingen an den Wänden, eines für jedes Hogwarts-Haus, ein goldener Löwe auf rotem Grund für Gryffindor, ein bronzener Adler für Rot für Ravenclaw, ein schwarzer Dachs auf Gelb für Hufflepuff und eine silberne Schlange auf grünem Grund für Slytherin. Hinter dem Lehrertisch prangte auf dem größten Banner des Wappens von Hogwarts Löwe, Adler, Dachs und Schlange um den großen Buchstaben H. Harry, Ron und Hermine sahen schon vom Eingang aus Fred und George am Gryffindor-Tisch sitzen. Wieder einmal und ganz ungewohnt sahen sie abseits von den anderen und unterhielten sich flüsternd. Ron ging den anderen voraus auf sie zu. »Es ist ein Reinfall zuzugeben«, sagte George mit trübseliger Miene zu Fred. »Aber wenn ich persönlich mit uns sprechen will, müssen wir ihm doch den Brief schicken.« »Oder wir drücken ihn ihm in die Hand. Er kann uns ja auch nicht ewig aus dem Weg gehen.« »Wer geht euch aus dem Weg?« fragte Ron und setzte sich zu ihnen. »Ich wünschte du«, sagte Fred, verärgert über die Unterbrechung. »Was ist ein Reinfall?« fragte Ron George. »Einen naseweisen Kerl wie dich als Bruder zu haben«, sagte George. »Habt ihr beide schon irgendwelche Ideen, was ihr beim trimagischen Turnier anfangen wollt?« fragte Harry. »Habt ihr darüber nachgedacht, ob ihr doch noch teilnehmt?« »Ich habe McGonagall gefragt, wie die Champions ausgewählt werden, aber sie hat nichts verraten«, sagte George erbittert. »Sie meinte nur, ich soll den Mund halten und endlich meine Waschbären verwandeln.« »Was das wohl für Aufgaben sein werden?« sagte Ron nachdenklich. »Harry, ich wette, wir können das schaffen. Mit gefährlichen Dingen kennen wir uns doch aus.« »Wer sind die Schiedsrichter?« fragte Harry. »Jedenfalls sind die Leiter der teilnehmenden Schulen immer mit in der Jury«, sagte Hermine. Und alle drei treten sich erstaunt zu ihr um. »Das weiß ich, weil alle drei beim Turnier von 1792 verletzt wurden, als ein Basilisk, den die Champions eigentlich fangen sollten, auf Nahrungssuche ging.« Es entging ihr nicht, dass alle sie ansahen und da niemand außer ihr all die Bücher gelesen hatte, sagte sie wie üblich etwas hochnäsig. »Steht alles in der Geschichte von Hogwarts. Natürlich ist dieses Werk nicht ganz zuverlässig. Eine umgeschriebene Geschichte von Hogwarts wäre zutreffender. Oder eine höchst einseitige und zensierte Geschichte von Hogwarts, welche die hässlichen Seiten der Schule übertüncht.« »Worauf willst du hinaus?« sagte Ron, wenn Harry zu wissen glaubte, was jetzt kam. »Hauselfen«, sagte Hermine laut und bestätigte Harrys Ahnung. »Nicht ein einziges Mal auf über 1000 Seiten erwähnt die Geschichte von Hogwarts, dass wir alle bei der Unterdrückung von 100 Sklaven mitwirken.« Kopfschüttelnd machte sich Harry über sein Rührei her.
Die mangelnde Begeisterung, die er und Ron zeigten, hat Hermines Eifer, mit dem sie Gerechtigkeit für die Hauselfen erkämpfen wollte, nicht im Mindesten gedämpft. Gewiss, sie beide hatten 2 Sickel für den B-Elfe-R-Anstecker bezahlt, doch nur, um sie zu beschwichtigen. Ihr Geld hatte jedoch nichts genutzt, Hermine war eher noch eifriger geworden und hatte Harry und Ron seither ständig in den Ohren gelegen. Zunächst einmal sollten sie ihre Anstecker auch tragen, dann sollten sie auch andere dazu überreden und zudem hat Hermine sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Abend im Gemeinschaftsraum der Gryffindors umherzutingeln, ihre Mitschüler in die Enge zu treiben und mit der Sammelbüchse unter ihre Nase zu klappern. Ihr wisst doch genau, dass eure Bettwäsche gewechselt wird, euer Feuer angezündet, eure Klassenzimmer geputzt und eure Mahlzeiten gekocht werden von einer Gruppe magischer Geschöpfe, die unbezahlt und versklavt sind, pflegte sie mit wütendem Blick zu sagen. Manche wie Neville hatten bezahlt, nur damit Hermine sie nicht mehr finster ansah. Einige schienen oberflächlich interessiert an dem, was sie zu sagen hatte, zögerte jedoch, tatkräftiger für die Bewegung zu arbeiten. Viele hielten das Ganze für einen Scherz. Ron ließ den Blick zur Decke schweifen, die sie alle in herbstliches Sonnenlicht tauchte, und Fred wandte sich mit enormem Interesse seinem Schinken zu. Die Zwillinge hatten sich geweigert, einen B-11R-Stecker zu kaufen. George jedoch beugte sich zu Hermine hinüber. »Hör mal zu, Hermine, bist du jemals unten in den Küchen gewesen?« »Nein, natürlich nicht«, erwiderte Hermine schroff. »Ich glaube kaum, dass Schüler dort unten was...« »Aber wir beide schon«, sagte George und deutete auf Fred. »Und zwar öfters, um Essen zu klauen. Wir haben sie getroffen und ich sag dir, sie sind glücklich. Sie glauben, sie haben die besten Jobs der Welt.« »Weil sie ungebildet sind und eine Gehirnwäsche verpasst bekam«, unterbrach ihn Hermine hetzt. Doch ihre nächsten Worte gingen mit dem plötzlichen Rauschen über ihren Köpfen unter, das die Ankunft der Posteulen verkündete. Harry blickte sofort auf und sah Hedwig auf sich zuschweben. Hermine verstummte jäh. Sie und Ron verfolgten mit bangem Blick, wie Hedwig sich auf Harrys Schulter niederließ. Ihre Flügel einzog und ermattet das Bein ausstreckte. Harry zog Sirius' Antwort von Hedwigs Bein und bot ihr die Speckschwarten seines Schinkens an, die sie dankbar auffraß. Dann, nachdem er sich mit einem Blick zu Fred und George vergewissert hatte, dass sie erneut im Gespräch über das trimagische Turnier vertieft waren, las Harry, Ron und Hermine im Flüsterton Sirius' Brief vor. »Netter Versuch, Harry. Ich bin wieder im Land und gut versteckt. Ich möchte, dass du mich über alles, was in Hogwarts vor sich geht, per Brief auf dem Laufenden hältst. Nimm nicht mehr Hedwig, wechsel ständig die Eulen und mach dir keine Sorgen um mich. Pass nur auf dich selbst auf, vergiss nicht, was ich über deine Narbe gesagt habe. Sirius.« »Warum sollst du ständig die Eulen wechseln?«, fragte Ron mit gedämpfter Stimme. »Hedwig zieht zu viel Aufmerksamkeit auf sich«, erwiderte Hermine sofort. »Sie fällt auf. Eine Schneeeule, die ständig zu seinem Versteck fliegt. Sie ist jedenfalls kein einheimischer Vogel, verstehst du?« Harry rollte den Brief zusammen und steckte ihn in den Umhang. Ihm war nicht ganz klar, ob er sich jetzt mehr oder weniger Sorgen machen sollte, dass Sirius es geschafft hat, zurückzukommen, ohne gefasst zu werden, war immerhin etwas. Außerdem konnte er nicht leugnen, dass es ihn beruhigte, Sirius in seiner Nähe zu wissen. Wenigstens würde er jetzt nicht mehr so lange auf eine Antwort warten müssen, wenn er ihm schrieb. »Danke, Hedwig«, sagte er und streichelte sie. Sie ruhte schläfrig, tauchte den Schnabel kurz in seinen Becher mit Orangensaft und flatterte davon. Offensichtlich mit dem dringenden Bedürfnis, sich in der Eulerei so richtig auszuschlafen. An diesem Tag lag eine angenehm erwartungsvolle Stimmung in der Luft. Im Unterricht passte niemand so recht auf. Vielmehr waren alle gespannt auf die abendliche Ankunft der Delegation aus Beauxbatons und Durmstrang. Selbst Zaubertränke waren erträglicher als sonst, denn der Unterricht war eine halbe Stunde kürzer. Als es dann früh läutete, rannten Harry, Ron und Hermine nach oben in den Gryffindor-Turm, legten ihre Taschen und Bücher ab, wie man sie geheißen hatte, und zogen ihre warmen Umhänge an und eilten dann wieder hinunter in die Eingangshalle. Die Hauslehrer wiesen ihre Schüler an, sich in Reihen aufzustellen. »Weasley, richten Sie Ihren Hut gerade?« herrschte Professor McGonagall Ron an. »Miss Pettel, nehmen Sie dieses lächerliche Ding da aus den Haaren.« Parvati sah sie finster an und zog eine große Schmetterlingsspange von ihrer Zopfspitze. »Folgen Sie mir bitte«, sagte Professor McGonagall. »Die Erstklasse vorn dran und kein Gedränge.« Sie gingen in Gendarmerch die Vortreppe hinunter und reihten sich vor dem Schloss auf. Es war ein kalter, klarer Abend. Die Dämmerung brach an und der Mond, blass und durchsichtig wirkend, war bereits über den verbotenen Wald aufgegangen. Harry, der zwischen Ron und Hermine in der 4. Reihe stand, sah, wie es Dennis Creevy bei den Erstklässern vor gespannter Erwartung geradezu schüttelte. »Fast 6«, sagte Ron mit einem Blick auf seine Uhr und spähte dann ungeduldig die Auffahrt hinunter.
die nach vorn zum Schlosstor führte. »Wie glaubst du, werden sie kommen? Mit dem Zug?« »Wohl kaum«, sagte Hermine. »Wie dann? Auf Besen?« überlegte Harry und blickte hoch zum sternbedeckten Himmel. »Glaube ich auch nicht, wenn sie von so weit herkommen.« »Mit einem Portschlüssel?« rätselte Ron. »Oder sie könnten apparieren. Du kannst doch nicht aufs Gelände von Hogwarts apparieren. Wie oft soll ich dir das noch sagen?« flüsterte Hermine unwirsch. Aufgeregt suchten sie die Ländereien des Schlosses ab, über die jetzt die Nacht hereinbrach, doch nichts rührte sich. Alles war friedlich, still und eigentlich wie immer. Harry wurde allmählich kalt, wenn sie sich nur beeilen würden. Vielleicht breiteten sich die ausländischen Schüler einen dramatischen Auftritt vor. Ihm fiel ein, was Mr. Weasley im Zeltlager von der Quidditch-Weltmeisterschaft gesagt hatte. »Immer dasselbe. Wir können es einfach nicht lassen, ein wenig zu prallen, wenn wir zusammenkommen.« Und dann rief Dumbledore aus der hinteren Reihe, wo er mit den anderen Lehrern stand. »Aha. Wenn ich mich nicht sehr täusche, nähert sich die Delegation aus, Beobachtung?« »Dort«, schrien Sechsklässler und deutete hinüber zum Wald. Etwas Großes, viel größer als ein Besen oder auch 100 Besen, kamen in sanften Wellen über den tiefblauen Himmel auf das Schloss zugeflogen. »Ein Drache«, kreischte eine Fünfklässlerin und geriet völlig aus dem Häuschen. »Blödsinn, es ist ein fliegendes Haus«, sagte Dennis Creevy. Dennis war mit seiner Vermutung schon näher dran. Als die gigantische schwarze Gestalt über die Baumspitzen des verbotenen Waldes strich und ins Licht des Schlossfensters glitt, sahen sie, dass es eine riesige graublaue Kutsche war, groß wie ein stattliches Haus, die auf sie zurauschte, durch die Lüfte gezogen von einem Dutzend geflügelter Pferde, allesamt Palominos, jedoch so groß wie Elefanten. Die ersten drei Schülerreihen wichen zurück, als die Kutsche sich neigte und mit ungeheurer Geschwindigkeit zum Landen ansetzte. Dann, mit einem alles erschütternden Krachen, das Neville rückwärts auf den Fuß eines Slytherins-Fünfklässlers springen ließ, schlugen die Pferdehufe auf festem Grund auf. Eine Sekunde später landete auch die Kutsche und federte auf ihren riesigen Rädern auf und ab, während die goldenen Pferde ihre riesigen Köpfe zurückwarfen und mit ihren großen feuerroten Augen rollten. Harry konnte gerade noch erkennen, dass auf der Kutschentür ein Wappen prangte, zwei gekreuzte goldene Zauberstäbe, aus denen jeweils drei Funken stoben, als auch schon die Tür aufging. Ein Junge in blassblauem Anzug sprang aus der Kutsche, bückte sich, machte sich einen Moment lang auf den Kutschboden zu schaffen, zog dann eine ausklappbare goldene Treppe heraus und sprang respektvoll einen Schritt zurück. Harry sah einen hochhackigen, schimmernd schwarzen Schuh aus der Kutsche auftauchen. Ein Schuh von der Größe eines Kinderschlittens, dem sogleich die größte Frau folgte, die er je gesehen hatte. Das erklärte natürlich die Größe der Kutsche und der Pferde. Einigen Umstehenden stockte der Atem. Harry hatte bisher nur einen Menschen gesehen, der so groß war wie diese Frau, und das war Hagrid. Er war sich nicht sicher, ob Hagrid auch nur um einen Zentimeter größer war. Doch irgendwie, vielleicht nur, weil er an Hagrid gewöhnt war, schien diese Frau, die sich jetzt am Fuß der Treppe zu der mit aufgerissenen Augen wartenden Menge umsah, von noch unnatürlicher Größe zu sein. Als sie in das Licht trat, das aus der Eingangshalle flutete, zeigte sich, dass sie ein hübsches, olivfarbenes Gesicht hatte, große, schwarze, feuchtschimmernde Augen und eine schnabelähnliche Nase. Ihr Haar war im Nacken zu einem glänzenden Knoten zusammengebunden. Sie war von Kopf bis Fuß im schwarzen Satin gekleidet und an Hals und Händen glitzerten viele prächtige Opale. Dumbledore fing an zu klatschen. Ihm folgend brachen auch die Schüler in Applaus aus und viele stellten sich auf die Zehenspitzen, um diese Frau besser sehen zu können. Die Anspannung in ihrem Gesicht wich einem dankbaren Lächeln und sie schritt auf Dumbledore zu und streckte ihm ihre funkelnde Hand entgegen. Dumbledore, der selbst nicht gerade klein war, musste sich ein wenig recken, um sie zu küssen. »Meine Liebe, Madame Maxine«, sagte er, »willkommen in Hogwarts.« »Dumbledore«, sagte Madame Maxine mit tiefer Stimme, »ich hoffe, Sie befinden sich wohl.« »In exzellenter Verfassung, danke, Madame«, sagte Dumbledore. »Meine Schüler«, sagte Madame Maxine und wies mit ihrer riesigen Hand lässig nach hinten. Harry, der wie gebannt auf Madame Maxine gestarrt hatte, sah jetzt, dass etwa ein Dutzend Jungen und Mädchen, offenbar alle ältere Teenager, aus der Kutsche geklettert waren und sich nun hinter Madame Maxine aufstellten. Sie bibberten, was angesichts ihrer feinseidenen Umhänge nicht überraschte. Einen Reiseumhang trug keiner von ihnen, ein paar jedoch hatten Tücher und Schals um die Köpfe geschlungen. Nach dem, was Harry von ihren Gesichtern erkennen konnte, sie standen im mächtigen Schatten Madame Maxines, sahen sie mit bangem Blick hinauf zu nach Hogwarts. »Ist Karkaroff schon angekommen?«, fragte Madame Maxine.
Er sollte jeden Moment eintreffen, sagte Dumbledore. Möchten Sie vielleicht hier warten und ihn begrüßen? Oder würden Sie lieber hineingehen und sich ein wenig aufwärmen? Aufwärmen, würde ich sagen, sagte Madame Maxime. Aber die Pferde? Unser Lehrer für die Pflege magischer Geschöpfe wird sich mit Vergnügen um sie kümmern, sagte Dumbledore. Sobald er sich von einem kleinen Notfall lösen kann, der sich bei einem seiner anderen Schützlinge eingestellt hat. Kröter, murmelte Ron Harry ins Gesicht und fing an zu grinsen. Meine Rosse verlangen eine Acht und, sagte Madame Maxime mit einer Miene, als bezweifelte sie, dass der zuständige Lehrer in Hogwarts der richtige Mann dafür sei. Sie sind sehr stark. Ich versichere Ihnen, dass Hagrid dieser Aufgabe vollkommen gewachsen ist, sagte Dumbledore lächelnd. Sehr gut, sagte Madame Maxime mit einer leichten Verbeugung. Würden Sie bitte diesem Hagrid mitteilen, dass die Pferde nur Single Malt Whisky saufen? Dafür wird selbstverständlich gesorgt, Madame, sagte Dumbledore ebenfalls mit einer Verbeugung. Kommt, sagte Madame Maxime gebieterisch zu ihren Schülern, und das versammelte Hogwarts teilte sich, um ihr und ihrem Gefolge einen Weg in die steinerne Treppe hinauf zu öffnen. Wie groß glaubt ihr, werden die Pferde von Durmstrang sein? Sagte Seamus Finnegan, der sich um Lavender und Parvati herumbeugte und Harry und Ron ansah. Ja, wenn sie noch größer sind als die hier, kann selbst Hagrid sie nicht mehr im Zaum halten, sagte Harry. Womöglich haben die in die Kröter inzwischen schon verspeist. Was denn wohl los ist? Vielleicht sind sie abgehauen, sagte Ron hoffnungsvoll. Sag das bloß nicht so etwas, sagte Hermine schaudernd. Stell dir vor, diese Gekröse krabbelt auf den Ländereien rum. Sie standen jetzt bibbernd da und warteten auf die Ankunft der Schüler aus Durmstrang. Die meisten ließen die Blicke hoffnungsvoll über den Himmel schweifen. Ein paar Minuten lang wurde die Stille nur durch das Schnauben und Stampfen von Madame Maxims Pferden unterbrochen. Doch dann, kannst du was hören? Sagte Ron plötzlich. Harry lauschte. Ein lautes, ganz und gar unvertrautes, schauriges Geräusch kam aus der Dunkelheit. Ein gedämpftes Pochen und ein Saugen, als ob ein riesiger Staubsauger ein Flussbett entlang rauschte. Der See, rief Lee Jordan und deutete hinüber aufs Wasser. Seht euch den See an. Dort, wo sie standen, oben auf der begrünten Anhöhe mit Blick über die Ländereien, konnten sie die glatte, schwarze Wasseroberfläche gut sehen. Nur, dass diese Oberfläche plötzlich nicht mehr glatt war. Tief unten in der Mitte des Sees musste sich etwas regen. Große Blasen drangen nach oben, Wellen spülten über die sumpfigen Uferbänke. Und dann bildete sich mitten im See ein gewaltiger Strudel, als wäre soeben ein riesiger Stöpsel aus dem Seegrund gezogen worden. Etwas wie ein langer schwarzer Pfahl begann nur langsam aus dem Herzen des Strudels emporzusteigen. Und dann sah Harry die Takelage. Es ist ein Mast, sagte er zu Ron und Hermine. Langsam und majestätisch hob sich das Schiff aus dem Wasser und schimmerte im Mondlicht. Es hatte etwas Merkwürdiges, Geripphaftes an sich, als wäre es ein geborenes Wrack. Und die trüben, verschwommenen Lichter, die aus seinen Bullaugen schimmerten, sahen aus wie Geisteraugen. Endlich, mit einem gewaltigen Schmatzen und Schwappen, tauchte das Schiff zur Gänze auf, tänzelte über das aufgewühlte Wasser und glitt auf das Ufer zu. Nun gingen Leute von Bord. Ihre Umrisse waren vor den Lichtern der Bullaugen zu sehen. Sie alle, fiel Harry auf, schienen ungefähr die Statur von Crabbe & Goyle zu haben. Doch dann, als sie den Hang herauf näher kam und das Licht der Eingangshalle auf sie fiel, sah er, dass ihre Gestalten deshalb so massig wirkten, weil sie Mäntel aus einer Art zottigem, verfilzten Pelz trugen. Doch der Mann, der sie hoch zum Schloss führte, trug einen ganz anderen Pelz, seidig und glänzend wie sein Haar. »Dumbledore«, rief er mit Inbrunst, als er die Anhöhe erreicht hatte. »Wie geht's Ihnen, altes Haus, wie geht's?« »Glänzend, danke, Professor Karkaroff«, erwiderte Dumbledore. Karkaroff hatte eine sonore, ölige Stimme. Als er in das Licht trat, das aus dem Schlossportal fiel, sahen sie, dass er groß und schlank war, wie Dumbledore. Doch sein weißes Haar war kurz und sein Spitzbart, der in einem kleinen Gekräusel endete, konnte sein fliehendes Kinn nicht ganz verbergen. Er ging auf Dumbledore zu und streckte ihm beide Hände entgegen. »Das gute alte Hogwarts«, sagte er und sah lächelnd hoch zum Schloss. Seine Zähne waren ziemlich gelb und Harry fiel auf, dass sein Lächeln sich nicht auf seine Augen erstreckte, deren Blick kalt und scharf blieb. »Wie schön, wieder hier zu sein, wie schön. Victor, komm rein in die Wärme. Sie haben nichts dagegen, Dumbledore?« »Victor hat einen leichten Schnupfen.« Karkaroff winkte einem seiner Schüler.
Als der Junge vorbeiging, erhaschte Harry einen Blick auf eine markante Adlernase und dichte schwarze Brauen. Er brauchte nicht erst Ron, der ihm einen Schlag auf den Arm versetzte oder das Zischen in seinem Ohr, um dieses Profil zu erkennen. Harry, das Grumm. Ja, das war das Kapitel. Wo waren wir? 15. Das war doch sehr interessant. Mit auch ein paar neuen Leuten, die wir jetzt alle noch nicht kannten. Das ist sehr interessant. Bin mal gespannt. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch das Buch schon kennen, beziehungsweise die Filme gesehen haben. Bitte nicht spoilern im Chat, aber ist auf jeden Fall sehr spannend, wenn man auch mal ein bisschen was über andere Schulen lernt und andere Leute und so. Bin ich mal sehr gespannt, was jetzt noch alles kommt in den kommenden Kapiteln. Das nächste heißt der Feuerkelch. Ich muss das kurz auch mal hier ändern im Stream-Dings. So, wo mache ich das denn? Kapitel 16. Der Feuerkelch. Na, wenn das schon so heißt, dann wird das natürlich ein wichtiges Kapitel sein, ne? So, ich schau mal in den Chat. Oha, ihr habt ja richtig viel geschrieben hier. Boah, 83 Leute schon hier auf YouTube. Alle schon am Start, die Hälfte wahrscheinlich schon eingeschlafen, aber alles in Ordnung. So, ich schau mal, Poker. Das freut mich sehr, dass ich auch so Leute erreiche. Mundpropaganda ist doch auch nicht schlecht. Kriege ich noch mehr Fans hier auf YouTube, das freut mich. So, Luna ist schon eingeschlafen. Rudolf Steiner ist wieder am Start. Bibi auch, oder auch nicht, vielleicht auch eingeschlafen. Patrick, hallo. Master Uguay. Da wünsche ich auch allen, die jetzt schon schlafen, einen erholsamen Schlaf. Ihr könnt gerne, wenn ihr noch wach seid, einmal liken. Wird der Stream auch nochmal mehr Leuten angezeigt. Aber ansonsten, ja, wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft schön. Unterbewusst. Ins Unterbewusstsein geredet. Endlich auch dabei. Ja, endlich mal, ne? Wir schaffen es jetzt relativ oft, dass Sonntagabend klappt. Und heute sogar früher als letztes Mal. Sonst haben wir die letzten 2-3 Mal immer irgendwie erst um 12 oder so angefangen. Aber ich kann heute nicht mehr bis um 3 streamen, deswegen ein bisschen früher. Und hat auch immer ein bisschen Zeit. Du hörst die Bücher jetzt schon länger, aber das erste Mal live. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, es gefällt dir. Ist natürlich alles roh und uncut und es sind leider auch manchmal ein bisschen Fehler drin. Aber es macht das Ganze ja auch ein bisschen authentisch, sag ich mal, an der Stelle. Nur 1,5 Minuten hinterher. Ja, siehst du mal. Ein Kapitel haben wir auch erst geschafft. Jetzt kommt gleich das nächste. Nochmal erwischt. Ja, herzlich willkommen. Schreibfehler kann ich leider... Wo meinst du? Im Video? Oder wo? Oder im Chat? Oder auf YouTube im Titel? Oder wo meinst du? Ich weiß nicht genau. Ich kann gerade keine erkennen, aber kann ja sein, dass ich irgendwas übersehen habe. Ja, genau. Ich lese die Kommentare tatsächlich schon. Aber... Das ist, glaube ich, ein bisschen nervig, wenn die Leute halt den Stream schauen und die Geschichte hören wollen und ich alle 5 Minuten oder alle 3 Minuten anfange, irgendwie im Chat Kommentare vorzulesen und zu antworten. Ich glaube, das nimmt die Leute ein bisschen aus der Geschichte raus. Und ich komme auch ein bisschen aus dem Flow, habe ich so das Gefühl. Deswegen, ja, zwischen den Kapiteln lese ich immer den Chat und ich antworte auch. Aber halt nur zwischen den Kapiteln. Hallo, Random und Beowulf, Gutsu, Sharin. Luna ist immer noch wach, nicht eingeschlafen. Ist auch noch wach. Du magst den Film oder du magst das Video von mir? Ich hoffe beides. Das vierte Buch, der vierte Film vom vierten Buch ist tatsächlich auch, finde ich auch richtig gut. Aber ja, er ist auch ein gutes Buch, also kann man auch nicht viel falsch machen. Du schläfst so. Schläfst so. Damit, ja, kannst du gut einschlafen. Ich mache in den Livestreams immer, passe ich immer auf, dass ich nicht irgendwie extrem laut rumschreie oder so, damit ich die Leute nicht aufwecke, wenn die irgendwie wirklich gerade am Einpennen sind. Kennst du die
Bücher oder Filme schon oder liest du sie? Also ich habe die als Kind halt irgendwann mal gelesen oder auch gehört. So Hörbücher, ich glaube von Rufus Beck gab es das. Das habe ich oft gehört, ansonsten weiß ich nicht, ob es da noch welche gibt. Aber von Rufus Beck habe ich es gehört. Bücher nicht alle gelesen, manche. Und die Filme natürlich jede oder jeden Film öfters angeschaut, alle Filme angeschaut. Bist du das zweite Mal dabei. Herzlich willkommen. Kannst gerne hier ein Abo da lassen. Dann kannst du jedes Mal mithören. Ich meine halb. Also so halb. Das freut mich sehr, Melli, dass das für funktioniert. Ja, ich glaube, ich habe mir überlegt, was ich so alles machen kann für also für Videos oder für Bücher oder was auch immer auf YouTube. Und ich glaube, das passt am besten. Weil ich glaube, von der Stimme her passt das nicht so zu so extrem aufregenden, so Mr. Beast-Style-mäßig. Könnte ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, da habe ich nicht die Stimme oder nicht, bin ich nicht so der Typ dafür. Eher so ein bisschen entspannter. Soll ich den Ton höher stellen? Ist er höher oder lauter? Kann ich mich auch ein bisschen höher machen? Nee, ich mache mir ein bisschen lauter. So, aber viel lauter will ich jetzt nicht. Also jetzt ist orange. Viel lauter würde ich das tatsächlich nicht machen. Ich hoffe, die Leute sind jetzt nicht aus dem Bett gefallen. Ich habe es noch ein bisschen lauter gemacht. Du hast morgen eine Prüfung. Ich wünsche dir sehr viel Glück. Was hast du denn für eine Prüfung? Bist du vorbereitet oder eher nicht so? Eher so semi? Du hast morgen Geburtstag. In einer halben Stunde. Oder übermorgen. Also am Montag meinst du, oder? Zum Montag Geburtstag. Dann hast du ja bald Geburtstag hier. 28 Minuten noch. Wie alt wirst du denn? Welches Kapitel? Wir sind jetzt gerade bei Kapitel 16. Also machen wir gleich. Ich kann deinen Namen nicht lesen, aber ich bin in Deutschland. Wenn du noch da bist im Livestream in Deutschland. Danke. Wie alt bist du? Oh, warte mal, hier sind gerade noch ein paar reingekommen. Das freut mich sehr. Ach so. Scheiße, das habe ich so lauter gemacht, ne? Ja, also ich lasse es mal so, außer ihr meckert, dann mache ich sie wieder ein bisschen leiser. Aber ich glaube, ja, ich glaube auch, wenn man das... Das Ding ist halt, ich mache es, glaube ich, einfach so ein bisschen leiser, weil man sonst sehr viel im Hintergrund hört, wenn ich das immer so hochdrehe. Aber ihr müsst das natürlich auch gut hören. Ich hoffe, jetzt ist okay. Ja, ne? Alles ist so überdreht und so schnelllebig heutzutage. Da ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man so auch einen Gegenpol hat, einen beruhigenden. So, keine Sorge, wir machen jetzt gleich weiter. Wir labern jetzt hier nicht ewig. Aber wie alt bist du? 27 geworden. Okay, irgendwelche Nachrichten sind weg. Kann ich nicht mehr lesen. Bist du Single? Willst du mich kennenlernen? Frage so deswegen. Ich glaube, obwohl, nee, da steht ja gar nicht dein Alter. Aber, ja, neuerdings Single. Findest du die Filme oder Bücher besser? Boah. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich dann dauernd irgendwie so die Bücher... Also ich mag das hier so im Stream nie zu lesen, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sich dauernd so die Bücher liest. Ich lese andere Sachen. Ich lese tatsächlich eher nicht so Romane oder so in meiner Freizeit. Früher ja, jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber ja, Filme sind gut, Bücher sind gut. Ich finde alle Bücher gut. Ich finde nicht alle Filme gut. Ich finde alle Bücher gut oder sehr gut. Bei den Filmen gibt es so ein oder zwei, die mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber gut. Von 8 Filmen ist es ja auch normal, dass da jetzt nicht alle so Bombe sind. Oder nicht, mir nicht so gefallen. Anderen wahrscheinlich schon. Dein Hund hört immer die Bücher. Perfekt. Sag mal deinem Hund viele Grüße von mir. Ich mag Hunde. Ich will mir auch mal einen holen. Ich habe gar nicht so die Zeit und nicht den Platz. Aber wenn ich das mal habe, dann hole ich mir auch einen. Die Bücher, ganz klar. Ja, wahrscheinlich. Da sind halt ein bisschen mehr so Details. Lernt man ein bisschen mehr über die Welt und so. Ja, ich weiß. Das kriege ich öfter.
Ich hatte tatsächlich schon mit irgendwie 15 oder so eine tiefe Stimme oder 14 nach dem Stimmbruch halt. Ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen älter geworden, aber ich hatte schon relativ früh so eine Stimme. Immer wenn bei mir jemand angerufen hat, dachten alle, mein Vater ist dran, als ich dran war. War ganz praktisch, wenn die Schule angerufen hat. Nee, keine Ahnung. Also rauchen tue ich seit ein paar Jahren nicht mehr. Habe ich auch nie wirklich, aber es kommt jetzt nicht daher, glaube ich. Nicht nur. Glaube ich einfach Genetik. Habe ich vorhin schon gesagt, ich bin 27 geworden. Also nicht 40, falls ihr das dachtet. Muss euch enttäuschen, wenn ihr jetzt gedacht habt, ich bin irgendwie 40. Bin ich bald in 13 Jahren, dann aber jetzt noch nicht. Dein Hund hat sich geschüttelt. Wie heißt er denn? Okay, 36, 23 oder 37 jetzt. Ich mache mal weiter mit dem nächsten Kapitel und ich weiß ja nicht, wie lang das Kapitel ist. Aber ich denke, das Geburtstagskind kriegt dann als Geburtstagsgeschenk ein Livestream, neues Kapitel. Kennst du den Harry Podcast? Nee, kenne ich nicht. Ich kenne da tatsächlich sehr wenig. Bin da nicht so drin. Wir haben auch schon überlegt, ob wir mal so Fanfiction vorlesen. Das können wir nachher vielleicht machen. Wenn wir noch ein paar Kapitel, je nachdem ein, zwei Kapitel gemacht haben, können wir am Ende so Fanfiction machen. Bin mal gespannt. Ich kenne da gar nicht. Können wir vielleicht welche reinschicken, so die guten, die jetzt nicht so lang sind, nicht so eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so. Aber es gibt ja vielleicht auch kürzere. Sehr jung. Ja, kommt drauf an, ne? Im Kopf fühle ich mich gefühlt wie 20, aber ist jetzt auch noch nicht so alt, deswegen kannst du dir vorstellen, Synchronsprecher zu werden. Ich mache das tatsächlich, also ich studiere ja, ich bin ja Student, aber nebenbei mache ich das tatsächlich für so, ja, Gigs, sage ich mal, Freelancer-Gigs und auch für jetzt ein, bald zwei YouTube-Channel. Also außerdem hier, wenn ihr den über den Weg läuft, dann erkennt ihr es wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht, aber ich denke mal, ihr kennt die Stimme. Aber ich mache jetzt hier keine Werbung dafür. Aber kann sein, dass ihr auf einen anderen YouTube-Kanal stoßt, wo ich auch dabei bin. Harley, das ist ein schöner Name. Was ist das für eine? Es klingt nach einem großen Hund, so ein Husky oder so. Aber vielleicht ist es auch so ein richtiger Chihuahua, weil es klingt wie so ein richtiger Kämpfername. Ach so, Cold Mirror. Also Cold Mirror kenne ich natürlich von früher. Das habe ich immer angeschaut, als ich kleiner war. Aber nee, mittlerweile bin ich da nicht so. Muss ich mir vielleicht mal anschauen. Ja, aber jetzt mal weiter im Text. Wir sind ja für das Kapitel hier und nicht nur zum Labern. Ich trinke jetzt mal kurz was und dann machen wir mal weiter. Ein kleiner Spitzmix. Okay, die kenne ich. Ich kenne jemanden, Bekannter von mir hat so einen. Aber die sind eigentlich ganz süß. Die laufen immer lustig. Ich docksette den auch manchmal so einmal die Woche oder so, gehe ich auch mit dem ein bisschen Gassi. Aber der hat nie Bock, der ist richtig voll. Naja, anyway, wir machen mal weiter im nächsten Kapitel. Moment. Kurz was einstecken. Ist das leer. So, jetzt. Viel Glück beim Lesen, Dankeschön. Viel Glück beim Zuhören. Ich hoffe, es geht. Ich hoffe, es ist erträglich zum Zuhören. Bisher noch keine technischen Probleme, aber jetzt habe ich es gejinkt. Jetzt ist wahrscheinlich gleich mein Internet wieder aus. Das ist ein Mädchen. Süß. Okay, machen wir mal weiter hier im Text. Ich weiß nicht, wie lang das nächste Kapitel ist, aber wir werden sehen, weil ich schaue mal kurz nach. Das ist tatsächlich ein etwas längeres Kapitel, also könnte eine Weile dauern hier. Ich kann ja nicht pünktlich zum Geburtstag gratulieren. Ja dann, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Kapitel. Der Feuerkelch. Nicht zu fassen, sagte Ron völlig entgeistert. Sie reihten sich jetzt mit den anderen Hogwarts-Schülern hinter den Durmstrangs ein und folgten ihnen die Treppe hoch zum Schloss. Krumm, Harry, Viktor Krumm. Um Himmels Willen, Ron ist doch nur ein Quidditch-Spieler, sagte Hermine. Nur ein Quidditch-Spieler? Ron sah sie an, als hätte sich verhört. Hermine,
Er ist einer der besten Sucher der Welt. Ich hatte keine Ahnung, dass er noch zur Schule geht. Auf dem Weg durch die Eingangshalle hinüber zur großen Halle sah Harry, wie Lee Jordan immer wieder in die Luft sprang, um wenigstens einen Blick auf Viktor Krumm zu erhaschen. Einige Mädchen aus der 6. Klasse stöberten unterdessen hektisch in ihren Taschen. Oh nein, bin ich bescheuert, ich habe nicht meine Feder mit. Glaubst du, er schreibt mir mit Lippenstift ein Autogramm auf den Hut? Also wirklich, sagte Hermine naserümpfend, als sie an den Mädchen vorbeiging, die sich jetzt wegen des Lippenstifts krabbelten. Ich jedenfalls hole mir auch ein Autogramm, wenn's geht, sagte Ron. Du hast nicht zufällig eine Feder dabei, Harry? Nö, die sind oben in meiner Tasche, erwiderte Harry. Sie ging hinüber zum Gryffindor-Tisch. Ron setzte sich mit Bedacht so hin, dass er den Eingang im Auge behalten konnte, da Krumm und seine Mitschüler aus Durmstrang immer noch an der Tür standen, offenbar nicht sicher, wo sie Platz nehmen sollten. Die Schüler aus Beaumarton hatten sich an den Ravenclaw-Tisch gesetzt und sahen sich verdrießlich in der großen Halle um. Drei von ihnen hatten auch jetzt noch Schals und Tücher um die Köpfe geschlungen. »So kalt ist jetzt auch wieder nicht«, sagte Hermine und warf einen gereizten Blick zu. »Warum haben sie keine dicken Umhänge mitgebracht?« »Hierher, kommt und setzt euch hierher«, zischte Ron. »Hierher, Hermine, rück auf und mach Platz.« »Was?« »Zu spät«, sagte Ron enttäuscht. Viktor Krumm und seine Mitschüler aus Durmstrang hatten sich am Slytherin-Tisch niedergelassen. Harry sah Malfoy, Krabby und Goyle in die Runde feixen. Jetzt beugte sich Malfoy vor und sprach Krumm an. »Ja, recht so, schleim dich nur bei ihm ein, Malfoy«, höhnte Ron. »Aber ich wette, Krumm durchschaut ihn sofort. Der hat doch ständig Leute, die ihn um ihn herumschwänzeln. Wo glaubst du, schlafen die eigentlich? Wir könnten ihm einen Platz in unserem Schlafsaal anbieten, Harry. Mir würde es nicht ausmachen, ihm ein Bett zu geben. Ich könnte auf meinem Feldbett pennen.« Hermine schnaubte. »Sie sehen um einiges glücklich aus als die anderen aus Beaumarton«, sagte Harry. Die Durmstrangs zogen ihre schweren Pelze aus und sahen mit interessierten Mienen zum Sternengewölbe hoch. Einige nahmen die goldenen Teller und Schalen in die Hände und musterten sie offenbar recht beeindruckt. Oben am Lehrertisch trug Filch, der Hausmeister, zusätzliche Stühle herbei. Zu dieser festlichen Gelegenheit trug er seinen muffligen alten Frack. Überrascht stellte Harry fest, dass er 4 Stühle dazustellte, je 2 zur linken und zur rechten Dumbledores. »Aber es sind doch nur 2 Leute dazugekommen«, sagte Harry. »Warum bringt Filch dann 4 Stühle? Wer kommt denn noch?« »Hm?« murmelte Ron. Noch immer starrte er voll Begeisterung auf Krumm. Als alle Schüler hereingekommen waren und ihre Plätze gefunden hatten, traten die Lehrer ein, gingen in einer Reihe hoch zu ihrem Tisch und setzten sich. Schluss bildeten Professor Dumbledore, Professor Karkaroff und Madame Maxine. Die Gäste aus Beaubaton sprangen auf, sobald sie ihre Schulleiterin sahen. Einige Hogwarts-Schüler lachten, die Beaubatons schien es jedoch keineswegs peinlich und sie nahmen ihre Plätze erst wieder ein, als sich Madame Maxine links von Dumbledore niedergelassen hatte. Dumbledore jedoch blieb stehen und die große Halle verstummte. »Guten Abend, meine Damen und Herren, Geister und vor allem Gäste«, sagte Dumbledore, sah in die Runde und strahlte die ausländischen Schüler an. »Ich habe das große Vergnügen, Sie alle in Hogwarts willkommen zu heißen. Ich bin sicher, dass Sie eine angenehme und vergnügliche Zeit an unserer Schule verbringen werden.« Eines der Mädchen aus Beaubaton, das immer noch einen Schal um den Kopf geschlungen hatte, lachte unverhohlen spöttisch. »Keiner zwingt dich hier zu sein«, zischelte Hermine und warf ihr einen zornfunkelnden Blick zu. »Das Turnier wird nach dem Festessen offiziell eröffnet«, sagte Dumbledore. »Nun lade ich alle ein, zu essen, zu trinken und sich wie zu Hause zu fühlen.« Er setzte sich und Harry sah, wie Karkaroff sich sofort zu ihm neigte und ihn in ein Gespräch verwickelte. Die Schüsseln und Teller vor ihm füllten sich, wie immer, mit Speisen. Die Hauselfen in der Küche schienen alle Register ihres Könns gezogen zu haben. Noch nie hatte Harry so viele verschiedene Gerichte vor sich gesehen, darunter auch einige, die ganz eindeutig aus fremden Ländern stammten. »Was ist das denn?« sagte Ron und deutete auf eine große Schüssel mit einer Art Muscheleintopf, dem neben einem mächtigen Beefsteak und Nierenpastete stand. »Bouillabaisse«, sagte Hermine. »Wenn wir dich nicht hätten«, sagte Ron. »Es ist ein französisches Gericht«, sagte Hermine. »Ich habe es vorletzten Sommer in den Ferien gegessen, schmeckt ganz gut.« »Das glaube ich dir auf Wort«, sagte Ron und tat sich eine Portion Blutwurst auf. In der großen Halle schien viel mehr los zu sein als sonst, obwohl kaum 20 Gastschüler hier waren. Vielleicht entstand der Eindruck, weil ihre farbigen Schuluniformen sich so auffällig von den schwarzen Umhängen der Hogwarts-Schüler unterschieden. Nun, da die Durmstrangs ihre Pelze abgelegt hatten, zeigte sich, dass die Umhänge in
das sie Umhänge in sattem Blutrot tragen. Hagrid kam 20 Minuten nach Beginn des Festessens durch eine Tür hinter dem Lehrertisch gehuscht. Er glitt auf einen Platz am Ende der Tafel und winkte Harry, Ron und Hermine mit einer dicken, bandagierten Hand zu. »Die Kröter gedeihen, Hagrid?« rief Harry. »Prächtig«, erwiderte Harry, Hagrid glücklich. »Tja, da kannst du Gift drauf nehmen«, sagte Ron leise. »Sieht ganz aus, als hätten sie endlich rausgefunden, was sie fressen mögen. Hagrids Finger.« In diesem Augenblick sagte eine Stimme, »Versailles, möchten Sie noch von dieser Bouillabaisse essen?« Es war das Mädchen von Beauxbatons, das während Dumbledores Rede gelacht hatte. Sie hatte nun doch ihren Schal abgelegt. Ihr langer, zipprig blonder Haarschopf fiel ihr fast bis zur Taille. Sie hatte große, dunkelblaue Augen und ebenmäßige, makellos weiße Zähne. Ron lief purpurrot an. Er starrte zu ihr hoch, öffnete den Mund, um zu antworten, doch er brachte nur ein schwächliches Gegurgel heraus. »Nein, bitte sehr«, sagte Harry, und schob dem Mädchen die Schüssel hin. »Sind Sie fertig damit?« »Ja«, hauchte Ron. »Ja, wirklich ganz hervorragend.« Sie nahm die Schüssel und trug sie umsichtig hinüber zum Ravenclaw-Tisch. Ron glotzte dem Mädchen nach, als hätte er noch nie eines gesehen. Harry fing an zu lachen, was Ron offenbar zur Besinnung brachte. »Sie sind eine Wieler«, schieß er mit heiserer Stimme hervor. »Natürlich nicht«, sagte Hermine bissig. »Ich sehe sonst keinen, der sie wie ein Idiot anklupscht.« Doch damit hatte sie nicht ganz recht. Als das Mädchen die Halle durchquerte, wandten sich viele junge Köpfe nach ihr um und einigen schien es ganz wie Ron, die Sprache zu verschlagen. »Ich sag euch, das ist kein normales Mädchen«, sagte Ron und lehnte sich zur Seite, damit er sie im Blick behalten konnte. »Sowas findest du in Hogwarts nicht?« »Findest du wohl«, sagte Harry unwillkürlich. Zufällig saß Cho Chang nur ein paar Plätze von dem Mädchen mit dem Silberhaar entfernt. »Wenn ihr beide eure Augen wieder eingesetzt habt«, sagte Hermine schroff, »dann schaut mal, wer gerade gekommen ist.« Sie deutete hoch zum Lehrertisch. Die beiden vorhin noch leeren Plätze waren nun besetzt. Zur anderen Seite von Professor Karkaroff saß Ludo Bagman und neben Madame Maxime saß Percys Chef, Mr. Crouch. »Was tun die denn hier?« fragte Harry überrascht. »Sie haben noch das Drehmagische Turnier organisiert«, sagte Hermine. »Ich vermute mal, sie wollten bei der Öffnung nicht dabei sein.« Der Nachtisch kam und auch hier waren, wie ihn auffiel, eine Reihe unbekannter Speisen dabei. Ron nahm eine Art blassweißen Käse näher in Augenschein, dann schob er ihn wieder ein wenig zur Seite, damit er vom Ravenclaw-Tisch aus gut zu sehen war. Das Mädchen, das wie eine Wiele aussah, schien jedoch genug gegessen zu haben und kam nicht herüber, um den Nachtisch zu holen. Sobald die goldenen Teller leer geputzt waren, erhob sich Dumbledore von Neuem. Die Halle war nun von angenehmer Spannung erfüllt. Harry fragte sich, was wohl kommen würde, und spürte ein leises, erwartungsvolles Kribbeln. Weiter unten am Tisch beugten sich Fred und George vor und spähten mit größter Konzentration zu Dumbledore hinüber. »Der Augenblick ist gekommen«, sagte Dumbledore und lächelte das Meer der ihm zugewandten Gesichter. »Das Trimagische Turnier kann nun beginnen. Ich möchte einige erläuternde Worte sagen, bevor wir die Truhe hereinbringen.« »Die was?« murmelte Harry. Ron zuckte die Achseln. »Nur um unser diesjähriges Verfahren zu erklären, doch jenen, die Sie noch nicht kennen, möchte ich zunächst Mr. Bartimius Crouch vorstellen, Leiter der Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit.« Hier und da hob sich ein Händepaar zum höflichen Applaus. »Und Mr. Ludo Bagman, den Leiter der Abteilung für magische Spiele und Sportarten.« Für Bagman gab es deutlich mehr Beifall als für Crouch, vielleicht weil er als Quidditch-Treiber berühmt war oder einfach, weil er so viel sympathischer wirkte. Er bedankte sich mit freundlichem Winken. Bartimius Crouch jedoch lächelte nicht, noch hob er die Hand, als er vorgestellt wurde. Harry, der ihn in seinem tadellosen Anzug von der Quidditch-Weltmeisterschaft her in Erinnerung hatte, fand, dass ihm ein Zauberumhang nicht so richtig stand. Sein Oberlippenbärtchen und der strenge Scheitel wirkten neben Dumbledores langem weißen Haar und Bart ganz unpassend. »Mr. Bagman und Mr. Crouch haben in den vergangenen Monaten unermüdlich für die Vorbereitung des Trimagischen Turniers gearbeitet«, fuhr Dumbledore fort. »Und Sie werden neben mir Professor Karkaroff und Madame Maxime die Jury bilden, die über die Leistungen der Champions befindet.« Bei der Erwähnung der Champions schien das Publikum plötzlich aufzumerken. Dumbledore war offenbar nicht entgangen, dass mit einem Schlag still eingetreten war, denn mit einem Lächeln sagte er, »Wenn ich bitten darf, Mr. Filch, die Truhe.« Filch, der bisher in einer dunklen Ecke in der Halle herumgestanden hatte, trat auf Dumbledore zu, in den Händen eine große, mit Juwelen besetzte Holztruhe.
Sie wirkte ungeheuer alt. Die Schüler begannen aufgeregt und neugierig zu murmeln und zu tuschen. Dennis Creevy stellte sich tatsächlich auf seinen Stuhl, um alles sehen zu können. Doch da er so klein war, ragte sein Kopf kaum über die der anderen hinaus. Mr. Crouch und Mr. Bagman haben die Aufgaben, die die Champions dieses Jahr einlösen müssen, überprüft, sagte Dumbledore, während Filch die Truhe vorsichtig auf den Tisch stellte. Und sie haben die notwendigen Vorbereitungen für diese Herausforderung getroffen. Wir haben 3 Aufgaben über das ganze Schuljahr verteilt, die das Können der Champions auf unterschiedliche Weise auf die Probe stellen. Ihr magisches Können, ihre Kühnheit, ihre Fähigkeit zum logischen Denken und, natürlich, ihre Gewandtheit im Umgang mit Gefahren. Bei den letzten Worten legte sich wieder Stille über die Halle, so vollkommen, als würden alle auf einmal den Atem anhalten. »Wie ihr wisst, kämpfen im Turnier 3 Champions gegeneinander«, fuhr Dumbledore gelassen fort, »von jeder teilnehmenden Schule einer. Wir werden benoten, wie gut sie die einzelnen Aufgaben lösen, und der Champion mit der höchsten Punktzahl nach 3 Aufgaben gewinnt den trimagischen Pokal. Ein unparteiischer Richter wird die Champions auswählen, der Feuerkelch.« Dumbledore zog seinen Zauberstab und schlug 3-mal sachte auf den Deckel der Truhe. Langsam und knarrend öffnete er sich. Dumbledore steckte die Hand hinein und zog einen großen, grob geschnitzten Holzkelch heraus. Er selbst war nicht weiter bemerkenswert, doch er war bis an den Rand gefüllt mit tänzenden blau-weißen Flammen. Dumbledore schloss die Truhe und stellte den Kelch vorsichtig auf den Deckel, wo ihn alle sehen konnten. Jeder, der sich als Champion bewerben will, muss seinen Namen und seine Schule in klarer Schrift auf einen Pergamentzettel schreiben und in den Kelch werfen, sagte Dumbledore. Wer mitmachen will, hat 24 Stunden Zeit, um seinen Namen einzuwerfen. Morgen Nacht, an Halloween, wird der Kelch die Namen jeder 3 preisgeben, die nach seinem Urteil die würdigsten Vertreter ihrer Schulen sind. Der Kelch wird noch heute Abend in der Eingangshalle aufgestellt, wo er für alle, die teilnehmen wollen, frei zugänglich ist. Um sicherzustellen, dass keine minderjährigen Schüler der Versuche erliegen, ergänzte Dumbledore, werde ich eine Alterslinie um den Feuerkelch ziehen, sobald er in der Eingangshalle aufgestellt ist. Niemand unter 17 wird diese Linie überschreiten können. Schließlich möchte ich allen, die teilnehmen wollen, eindringlich nahelegen, mit ihrer Entscheidung nicht leichtfertig umzugehen. Sobald der Feuerkelch einen Champion bestimmt hat, wird er oder sie das Turnier bis zum Ende durchstehen müssen. Wenn ihr euren Namen in den Kelch werft, schließt ihr einen bindenden magischen Vertrag. Wenn ihr einmal Champion seid, könnt ihr euch nicht plötzlich anders besinnen. Überlegt euch daher genau, ob ihr von ganzem Herzen zum Spiel bereit seid, bevor ihr euren Zettel in den Kelch werft. Nun, denke ich, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Gute Nacht euch allen. Eine Alterslinie, sagte Fred Weasley, mit glänzenden Augen, während sie die Halle in Richtung Tür durchquerten. Die kann man doch sicher mit einem Alterungstrank austricksen. Und wenn dein Name einmal in den Kelch ist, hast du gut lachen. Er kann doch nicht wissen, ob wir 17 sind oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass jemand unter 17 eine Chance hat, sagte Hermine. Wir haben einfach noch nicht genug gelernt. Du kannst nur von dir reden, sagte George unwirsch. Aber du, Harry, du probierst es doch sicher. Harry dachte kurz an Dumbledores Mahnung, niemand unter 17 dürfte seinen Namen einwerfen, doch dann überkam ihn erneut die herrliche Vorstellung, er selbst würde das trimagische Turnier gewinnen. Er fragte sich, wie sauer Dumbledore sein würde, wenn jemand unter 17 tatsächlich eine Möglichkeit fand, über die Alterslinie zu kommen. Wo ist er? Sagte Ron, der bisher kein Wort mitbekommen hatte, weil er andauernd nach Krumm Ausschau gehalten hatte. Dumbledore hat nicht gesagt, wo die Durmstrangs schlafen, oder? Die Antwort auf diese Frage ließ nicht lange auf sich warten. Als sie am Tisch der Slytherins vorbeiging, kam Karkaroff gerade zu seinen Schülern herübergehastet. »Zurück zum Schiff, Leute«, sagte er. »Victor, wie fühlst du dich? Hast du genug gegessen? Soll ich dir ein Glas Glühwein aus der Küche bringen lassen?« Harry sah, wie Krumm den Kopf schüttelte, während er sich den Pelz überzog. »Professor, ich hätte gern etwas Wein«, sagte ein anderer Durmstrang-Junge hoffnungsvoll. »Dich habe ich nicht gefragt, Poljakow«, herrschte ihn Karkaroff an, und von seiner warmen, väterlichen Art war plötzlich nichts mehr zu spüren. »Ich sehe, du hast wieder deinen ganzen Umhang mit Essen bekleckert, das ist ja widerlich.« Karkaroff wandte sich um, ging seinen Schülern voran zur Tür und erreichte sie genau im selben Moment wie Harry, Ron und Hermine. Harry blieb stehen, um ihnen Vortritt zu lassen. »Danke«, sagte Karkaroff gleichgültig und warf ihm in Vorbeirauschen einen Blick zu. Und dann erstarrte Karkaroff. Er wandte sich zu Harry um und sah ihn an, als würde er seinen Augen nicht trauen.
Hinter ihrem Direktor stauten sich die Schüler aus Durmstrang. Karkaroffs Blick wandte sich langsam hoch zu Harrys Stirn und blieb an seiner Narbe hängen. Auch die Durmstrangs musterten Harry neugierig. Aus den Augenwinkeln nahm Harry wahr, wie es einigen von ihnen allmählich dämmerte. Der Junge mit der bekleckerten Robe kniff dem Mädchen neben ihnen den Arm und deutete unverhohlen auf Harrys Stirn. »Ja, das ist Harry Potter«, knurrte eine Stimme hinter ihnen. Professor Karkaroff wirbelte herum. Hinter ihm stand Mad-Eye Moody, schwer auf seinen Stock gestützt. Sein magisches Auge starrte den Durmstrang-Direktor finster und unverwandt an. Harry sah, wie die Farbe aus Karkaroffs Gesicht wich und es zu einer zorn- und angsterfüllten Grimasse wurde. »Sieh«, sagte er und starrte Moody an, als wäre er nicht sicher, ihn wirklich zu sehen. »Ich«, sagte Moody grimmig. »Und wenn Sie Potter nichts zu sagen haben, Karkaroff, dann gehen Sie bitte schön weiter, Sie blockieren die Tür.« Das stimmte. Die halbe Halle wartete schon hinter ihnen, und die Schüler lugten auf Zehenspitzen stehend zur Tür, um den Grund für den Stau auszumachen. Ohne ein weiteres Wort winkte Professor Karkaroff seinen Schülern und führte sie davon. Moody sah ihm nach, das magische Auge unbeschwert, unbewegt auf seinen Rücken gerichtet und mit einem Ausdruck lodernden Abscheus auf dem entstellten Gesicht. Da der nächste Tag ein Samstag war, gingen die meisten Schüler spät zum Frühstück. Harry, Ron und Hermine jedoch waren nicht die einzigen, die früher als sonst am Wochenende aufstanden. Als sie in die Eingangshalle hinunterkamen, sahen sie etwa 20 ihrer Mitschüler, einige noch in ihrem Toast-Count, im Kreis in einer Feuerkelche herumstehend. Er war in der Mitte der Halle aufgestellt, auf dem Stuhl, der sonst immer den sprechenden Hut trug. Auf dem Boden zog sich eine schmale goldene Linie in gut 3 Meter Abstand um den Kelch herum. »Hat schon jemand seinen Namenszettel reingeworfen?« fragte Ron neugierig ein Mädchen aus der 3. Klasse. Der ganze Haufen aus Durmstrang«, erwiderte sie. »Aber aus Hogwarts habe ich noch keinen gesehen.« »Ich wette, ein paar von uns haben ihre Zettel letzte Nacht eingeworfen, als wir alle schon im Bett waren«, sagte Harry. »Jedenfalls hätte ich es so gemacht. Ich hätte keine Lust drauf gehabt, dass alle zusehen, was wäre zum Beispiel, wenn der Kelch dich gleich wieder ausspucken würde.« Hinter ihm hörte er Gelächter. Er wandte sich um und sah Fred, George und Lee Jordan die Treppe hinunterstürmen. Alle 3 offenbar in größter Aufregung. »Das war's«, flüsterte Fred mit Siegermiene Harry, Ron und Hermine zu. »Wir haben ihn geschluckt.« »Wen denn?« »Den Alterungstrank, ihr Dumpfbeutel«, sagte Fred. »Jeder einen Tropfen«, sagte George und rieb sich feixend die Hände. »Wir müssen ja nur ein paar Monate älter werden. Wenn einer von uns gewinnt, teilen wir die 1000 Galleonen zwischen uns auf«, sagte Lee mit breitem Grinsen. »Ich an eurer Stelle wäre mir nicht so sicher, dass es klappt«, meinte Hermine. »Dumbledore hat es sicher schon bedacht.« Fred, George und Lee würdigten sie keines Blickes. »Fertig«, sagte Fred zitternd vor Aufregung zu den beiden anderen. »Also dann, ich gehe voraus.« Harry sah gespannt zu, wie Fred seinen Pergamentfetzen aus der Tasche zog, auf dem Fred Weasley Hogwarts stand. Er trat genau bis an die Linie und stand da wie ein Taucher, der zu einem Sprung aus 20 Meter Höhe ansetzt. Dann, alle Augen in der Halle auf sich gerichtet, holte er tief Luft und trat über die Linie. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte Harry, Fred hätte es geschafft. George jedenfalls war sich dessen sicher, denn mit einem Triumphschrei sprang er Fred nach. Doch schon war ein lautes Zischen zu hören und die Zwillinge flogen aus dem goldenen Kreis, als wären sie von einer unsichtbaren Kugelstoßer hinausgeschleudert worden. Sie schlugen schwer auf dem kalten Steinboden auf, 4 Meter vom Kreis entfernt, und um alles noch schlimmer zu machen, ertönte ein lauter Knall und aus den Gesichtern der beiden sprossen lange, weiße und vollkommen gleich aussehende Bärte. Ihre Mitschüler brüllten vor Lachen und selbst Fred und George stimmten mit ein, sobald sie sich aufgerappelt und ihre Bärte ausgiebig begutachtet hatten. »Ich habe euch gewarnt«, sagte eine tiefe, vergnügte Stimme und alle wandten sich zu Professor Dumbledore um, der aus der großen Halle kam. Er musterte Fred und George augenzwinkernd. »Ich schlage vor, ihr beide geht hoch zu Madame Pomfrey. Sie kümmert sich bereits um Miss Fawcett von Ravenclaw und Mr. Summer von Hufflepuff, die ebenfalls auf die Idee kam, sich ein wenig älter zu machen. Allerdings muss ich sagen, dass ihre Bärte bei weitem nicht so schön geworden sind wie eure.« Fred und George machten sich auf den Weg in den Krankenflügel, begleitet von Lee, der sich vor Lachen kaum auf den Beinen halten konnte, während Harry, Ron und Hermine kichernd zum Frühstück gingen. Die große Halle war morgen umgestaltet worden. Da Halloween war, flatterte eine Wolke echter Fledermäuse an der verzauberten Decke umher und aus den Ecken heraus schielten und grinsten hunderte ausgeschnitzter Kürbisse. Harry führte sie hinüber zu Dean und Seamus, die sich darüber unterhielten, welchen volljährigen Hogwarts-Schüler sie wohl bewerben würden.
Hier geht das Gerücht um Warrington, sei früh aufgestanden und hat seinen Namen reingeworfen, berichtete Dean. Dieser große Kerl von Slytherin, der aussieht wie ein Faultier. Harry, der Quidditch gegen Warrington gespielt hatte, schüttelte angewidert den Kopf. Bloß kein Slytherin-Champion. Und alle Hufflepuffs reden von Diggory, sagte Seamus verächtlich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er sein gutes Aussehen riskieren würde. Hört mal, sagte Hermine plötzlich. Aus der Eingangshalle drang Jubelgeschrei herein. Sie wirbelten auf ihren Stühlen herum und sahen Angelina Johnson ein wenig verlegen grinsend durch die Tür kommen. Angelina war ein großes schwarzes Mädchen, das Jägerin für das Gryffindor-Team spielte. Sie kam zu ihnen herüber, setzte sich und sagte, »Tja, ich hab's getan. Ich hab grad meinen Namen eingeworfen.« »Du machst Witze«, sagte Ron, sah jedoch beeindruckt aus. »Du bist schon 17?« fragte Harry. »Was fragst du noch? Siehst du ein Bart bei ihr oder was?« sagte Ron. »Ich hatte letzte Woche Geburtstag«, sagte Angelina. »Mensch, bin ich froh, dass jemand aus Gryffindor teilnimmt«, sagte Hermine. »Ich drück dir die Daumen, dass du gewinnst, Angelina.« »Danke, Hermine«, sagte Angelina und lächelte ihr zu. »Ja, besser du als dieser Schönling Diggory«, sagte Seamus, woraufhin einige vorbeigehende Hufflepuffs ihn finster ansahen. »Und was fangen wir mit dem Rest des Tages an?«, fragte Ron, als sie nach dem Frühstück die große Halle verließen. »Wir haben Hagrid noch gar nicht besucht«, sagte Harry. »Gut«, sagte Ron. »Solange uns nicht bittet, bei den Krötern ein paar Finger zu opfern?« Auf Hermines Gesicht breitete sich plötzlich helle Begeisterung aus. »Da fällt mir ein, ich habe Hagrid noch nicht gefragt, ob er bei B11R mitmachen möchte«, strahlte sie. »Wartet auf mich, bitte. Ich renne nur mal kurz hoch und hol die Anstecker.« »Was bloß in sie gefahren«, sagte Ron halb verzweifelt, während Hermine die Marmortreppe hochstürmte. »Hey Ron«, sagte Harry plötzlich, »da ist deine Freundin.« Die Schüler aus Beauxbatons, unter ihnen das Wielermädchen, kamen gerade von draußen herein. Die Schar, die sich um den Feuerkelch versammelt hatte, wich zurück und machte ihnen unter neugierigen Blicken Platz. Madame Maxine, die zuletzt hereingekommen war, wies ihre Schützlinge an, sich in einer Reihe aufzustellen. Dann traten die Beauxbatons nacheinander über die Linie und warfen ihren Pergamentzettel in die blau-weißen Flammen. Kurz bevor sie im Feuer verschwanden, flammte der Name Sukrot auf und stupf Funken aus. »Was glaubst du, geschieht mit denen, die nicht ausgewählt werden?« murmelte Ron Harry zu, als das Wielermädchen sein Pergament in den Feuerkelch warf. »Meinst du, sie gehen zurück in ihre Schule oder bleiben sie hier und sehen sich das Turnier an?« »Weiß nicht«, sagte Harry. »Sie bleiben hier, nehme ich mal an. Meine Maxine jedenfalls ist auch Schiedsrichterin, oder?« Als alle Beauxbatons ihren Namen eingeworfen hatten, führte Madame Maxine sie wieder hinaus ins Freie. »Wo schlafen die wohl?« fragte Ron, bewegte sich auf den Ausgang zu und starrte ihnen nach. Ein lautes Scheppern hinter ihnen kündigte Hermine an, die mit einem Kästchen voller B11R-Ansteckern zurückkehrte. »Na schön, beeilen wir uns«, sagte Ron und rannte die steinerne Vortreppe hinunter, den Blick unverwandt auf dem Rücken des Wielermädchens, das in Madame Maximes Gefolge für den Rasen schon halb überquert hatte. Als sie sich Hagrids Hütte am Rande des verbotenen Walds näherten, lösten sich auch das Rätsel, wo die Beauxbatons schliefen. Die gigantische graublaue Kutsche, in der sie angekommen waren, war keine 200 Meter von Hagrids Hütte entfernt abgestellt und die Schüler stiegen gerade wieder hinein. Die elefantösen fliegenden Pferde, die die Kutsche gezogen hatten, grasten nebenan auf einer eilends umzäunten Koppel. Harry klopfte an Hagrids Tür und sofort antwortete Fang mit freudigem Kläffen. »Wird allmählich Zeit«, sagte Hagrid, als er die Tür aufriss und sah, wer gekommen war. »Dachte, ihr Rasselbande hätte vergessen, wo ich wohne.« »Wir hatten irre viel zu tun, Hag...« begann Hermine, doch als sie Hagrid sah, verschlug es ihr die Sprache. Hagrid trug seinen allerbesten und ganz fürchterlichen braunen Haaranzug und eine gelb-orange karierte Krawatte. Doch das war noch nicht das Schlimmste. Er hatte offenbar versucht, seine Haarpracht zu zähmen und zwar, wie es schien, mit einer gewaltigen Menge Schmierfett. Es fiel nun in zwei glitschigen Bündeln herunter. Vielleicht hatte er es mit einem Pferdeschwanz versucht, wie Bill einen hatte, doch festgestellt, dass er zu viel Haare besaß. Dieser neue Aufzug stand Hagrid gar nicht gut. Einen Moment lang betrachtete ihn Hermine mit großen Augen, dann kam sie offenbar zu dem Schluss, lieber nichts zu sagen zu wollen, und fragte nur, wo sind die Kröter? Draußen im Kürbisbeet, sagte Hagrid vergnügt.
Die nehmen alle allmählich richtig zu und müssen inzwischen mindestens einen Meter lang sein. Das Problem ist nur, sie haben angefangen, sich gegenseitig umzubringen. Ach, was, wirklich? Sagte Hermine und warf Ron einen strengen Blick zu, der die ganze Zeit auf Hagrids neue Frisur geglotzt hatte und gerade den Mund aufmachte, um eine Bemerkung loszuwerden. Ja, sagte Hagrid traurig. Schon wieder gut jetzt, ich hab's in verschiedene Kisten gesperrt. Hab nur noch ungefähr 20. Was für ein Glück, sagte Ron. Hagrid entging der spöttische Unterton. Seine Hütte bestand aus einem einzigen Raum, in dessen einer Ecke ein gigantisches Bett mit einer dicken Decke stand. Ein ähnlich gewaltiger Tisch und Stühle standen vor dem Fenster und unter der Wolke aus geräucherten Schinken und toten Vögeln, die von der Decke hingen. Sie setzten sich an den Tisch, während Hagrid Tee kochte und bald waren sie von neuem in ein Gespräch über das trimagische Turnier vertieft. Hagrid schien nicht weniger begeistert zu sein als sie. »Wartet ab«, sagte er grinsend. »Wartet nur ab. Ich zeige euch gleich was. Das habt ihr noch nie gesehen. Erste Aufgabe. Aber ich darf es ja nicht sagen.« »Nur weiter, Hagrid«, drängten Harry, Ron und Hermine, doch er schüttelte nur den Kopf und grinste. »Will ja nicht die Spannung vermiesen«, sagte er. »Aber es wird ein Höllenspaß, sag ich euch. Die Champions werden ganz schön schwer haben. Hätte nie gedacht, dass ich je ein trimagisches Turnier sehen würde.« Sie blieben schließlich zum Essen, auch wenn sie nicht gerade herzhaft zulangten. Hagrid tischte seine eigenen Worten zufolge Rinderbraten auf, doch nachdem Hermine eine große Kralle aus ihrem Stück gezogen hatte, verging den drei ein wenig der Appetit. Sie machten sich stattdessen einen Spaß darauf, Hagrid die Aufgaben des trimagischen Turniers zu entlocken und überlegten wild hin und her, welche Bewerber es wohl zum Champion schaffen würden und ob Fred und George inzwischen schon bartlos waren. Gegen Nachmittag setzte leichter Regen ein. Behaglich saßen sie am Feuer, lauschten dem sanften Getrommel am Fenster und sahen Hagrid zu, wie er seine Socken stopfte und mit Hermine über die Hauselfen stritt. Sie hatte ihm nämlich die Anstecker gezeigt, doch er weigerte sich strikt bei B11R mitzumachen. »Da tät man ihm keinen Gefallen mit, Hermine«, sagte er mit ernster Miene und fädelte einen dicken, gelben Garnfaden in eine massige Knochennadel ein. »Es liegt in ihrer Natur, sich um Menschen zu kümmern, das mögen sie, verstehst du. Du würdest sie unglücklich machen, wenn du ihnen die Arbeit nimmst, und wenn du sie bezahlst, das ist sie beleidigt.« »Aber Harry hat Dobby befreit und der war überglücklich«, sagte Hermine. »Außerdem haben wir gehört, dass er jetzt für seine Arbeit Lohn verlangt.« »Ja du, Spinner gibt's überall. Ich sag ja nicht, dass es nicht den einen oder anderen Elfen gibt, der sich befreien lässt, aber die meisten kriegst du nicht dazu. Ne, da ist nichts zu machen, Hermine.« Hermine war ziemlich sauer und steckte ihr Kästchen zurück in die Umhangtasche. Gegen 16:30 wurde es dunkel und Harry, Ron und Hermine fanden es an der Zeit, zum Halloween-Fest hoch ins Schloss zu gehen. Zumal da heute Abend verkündet wurde, wer die Schulchampions sein sollten. »Ich komme mit«, sagte Hagrid und legte sein Nähzeug weg. »Eine Sekunde noch.« Hagrid stand auf, ging hinüber zur Kommode neben seinem Bett und begann nach etwas zu suchen. Sie achteten nicht sonderlich auf ihn, bis ein wahrhaft fürchterlicher Geruch in ihre Nasen drang. »Hagrid, was das denn? Hüstelte Ron. »Hm?« sagte Hagrid und wandte sich mit einer großen Flasche in der Hand um. »Mögt ihr es nicht?« »Ist das Rasierwasser?« sagte Hermine mit halb erstickter Stimme. »Kölnisch Wasser«, murmelte Hagrid. Er lief rot an. »Vielleicht ein bisschen viel«, sagte er unsicher. »Ich mach's wieder ab, wartet kurz.« Er stapfte aus der Hütte und sie sahen, wie er sich im Wassertrog vor dem Fenster ungestüm wusch. »Kölnisch Wasser?« sagte Hermine verdutzt. »Hagrid? Und was ist mit dem Haar und dem Anzug?« setzte Hermine vielsagend hinzu. »Seht mal«, sagte Ron plötzlich und deutete aus dem Fenster. Hagrid hatte sich aufgerichtet und wandte sich um. Wenn er vorher rot geworden war, dann war dies nichts im Vergleich zu dem, was ihm jetzt passierte. Harry, Ron und Hermine waren so leise wie möglich aufgestanden, damit Hagrid sie nicht bemerkte, und sahen jetzt, durchs Fenster spähend, Madame Maxime und ihre Schüler aus der Kutsche steigen. Offenbar ebenfalls auf dem Weg zum Fest. Sie konnten nicht hören, was Hagrid zu Madame Maxime sagte, doch sein Blick hatte sich verschleiert und sein Gesicht hatte einen Ausdruck der Verzückung angenommen, wie Harry ihn bei Hagrid nur einmal beobachtet hatte, als er den Babydrachen Norbert betrachtet hatte. »Er geht mit dir zusammen hoch zum Schloss«, sagte Hermine entrüstet. »Ich dachte, wir sollen auf ihn warten.« Hagrid warf nicht mal einen kurzen Blick zurück zur Hütte, sondern stapfte an bei dem Maxims Seite die Anhöhe zum Schloss hoch,
in ihrem Gefolge die Schüler von Beaubaton, die im Laufschritt gingen, um mithalten zu können. »Er steht auf sie«, sagte Ron ungläubig. »Naja, wenn sie dann noch Kinder kriegen, stellen sie einen Weltrekord auf. Ich wette, ein Baby von denen wird über eine Tonne wiegen.« Sie verließen die Hütte und schlossen die Tür. Draußen war es schon überraschend dunkel. Sie wickelten sich fest in ihre Umhänge und machten sich auf den Weg hoch zum Schloss. »Oh, schau mal da, da sind die anderen«, flüsterte Hermine. Die Durmstrangs kamen vom See her zum Schloss hoch. Viktor Krumm ging an der Seite Karkaroffs, die anderen trotteten hinter ihnen her. Ron verfolgte Krumm mit aufgeregtem Blick, doch Krumm erreichte das Portal ein wenig vor Harry, Ron und Hermine und betrat, ohne sich nochmal umzuschauen, das Schloss. In der kerzenerleuchteten großen Halle gab es schon fast keine freien Stühle mehr. Der Feuerkelch hatte einen anderen Platz bekommen. Er stand jetzt vor Dumbledores leerem Stuhl am Lehrertisch. Fred und George, von ihren Bärten befreit, schienen ihre Enttäuschung ziemlich gut verkraftet zu haben. »Ich hoffe, es wird Angelina«, sagte Fred, als Harry, Ron und Hermine sich setzten. »Ich auch«, sagte Hermine. »Naja, wir werden es ja gleich erfahren.« Das Halloween-Festessen schien viel länger zu dauern als üblich. Vielleicht, weil es ein zweites Festmahl in zwei Tagen war, konnte Harry sich nicht mehr so heftig für die raffiniert zubereiteten Speisen begeistern. Wie alle anderen in der Halle, jedenfalls angesichts der ungeduldigen Mienen, des allgemeinen Gezappels, der sich ständig reckenden Hälse und neugierigen Blicke, ob Dumbledore endlich aufgegessen hatte, wie alle anderen wollte Harry nur, dass sich die Teller leerten und dann endlich hörten, wer der Champion geworden war. Endlich kehrten die goldenen Teller in ihren ursprünglichen, makellosen Zustand zurück. Der Lärm in der Halle schwoll rasch an und er starb dann wieder, kaum dass Dumbledore aufgestanden war. Dumbledore, Karkaroff und Madame Maxime zu seinen Seiten wirkten nicht weniger gespannt und erwartungsvoll als alle anderen. Ludo Bagman strahlte und zwinkerte dieser und jener Schülerin zu, Mr. Crouch jedoch schien recht wenig interessiert, ja, fast gelangweilt. »Nun, der Kelch ist gleich bereit, seine Entscheidung zu fällen«, sagte Dumbledore. »Ich schätze, er braucht noch eine Minute. Wenn die Namen der Champions ausgerufen werden, bitte ich Sie, hier aufs Podium zu kommen und am Lehrertisch vorbei in diese Kammer dort zu gehen.« Er deutete auf die Tür hinter dem Lehrertisch, wo Sie dann Ihre ersten Anweisungen erhalten. Er zückte den Zauberstab und schwang ihn ausladend durch die Luft. Sofort erloschen alle Kerzen, nur in den geschnitzten Kürbissen flackern sie noch, sodass nun alles im Halbdunkel lag. Der Feuerkelch leuchtete jetzt hell als alles andere in der Halle, das gleißend blaue Weiß, funkelnde Licht, der Flammen stach sogar ein wenig in die Augen. Alle starrten auf den Kelch und warteten. Hier und da blickte jemand auf die Uhr. »Gleich geht's los«, flüsterte Lee Jordan, zwei Plätze neben Harry. Die Flammen im Kelch färbten sich plötzlich wieder rot. Funken sprühten aus der Glut. Im nächsten Augenblick schoss eine Flammenzunge in die Luft. Ein verkohltes Stück Pergament flatterte heraus und die ganze Halle hielt den Atem an. Dumbledore fing das Pergament auf und hielt es mit gestrecktem Arm von sich, damit er es im Licht des Feuers lesen konnte, das nun wieder blau-weiß war. »Der Champion für Durmstrang«, las er mit klarer und kräftiger Stimme, »ist Viktor Krumm.« »Keine Überraschung«, rief Ron, während Beifall und Jubel durch die Halle wogten. Harry sah Viktor Krumm vom Slytherin-Tisch aufstehen und zu Dumbledore hochschlurfen. Er wandte sich nach rechts, ging am Lehrertisch vorbei und verschwand durch die Tür in der Kammer dahinter. »Bravo, Viktor«, polterte Karkaroff so laut, dass sein Beifall übertönte. »Wusste doch, du hast es in den Knochen.« Das Plappern und Schnattern erstarb. Nun richteten sich alle Augen wieder auf den Kelch, dessen Flammen sich sogleich wieder rot färbten. Ein zweites Pergament flog, hochgeschleudert von der Hitze aus der Glut. »Champion für Beaubaton«, sagte Dumbledore, »ist Fleur de la Cour.« »Das ist sie, Ron«, rief Harry, als das Mädchen, das einer wieder so ähnlich sah, sich anmutig erhob, seinen silbrig blonden Haarschopf zurückwarf und zwischen den Tischen der Ravenclaws und Hufflepuffs hindurchglitt. »Oh, schau mal, die sind alle enttäuscht«, rief Hermine durch den Lärm und nickte zu den anderen Beaubatons hinüber. »Enttäuscht war ein wenig untertrieben«, fand Harry. Zwei der Mädchen, die es nicht geschafft hatten, zerflossen in Tränen und vergruben schluchzend die Köpfe in den Händen. Als auch Fleur de la Cour in der Kammer verschwunden war, legte sich erneut Stille über die Halle. Doch diesmal war es eine Stille, die so starr vor Anspannung war, dass man sie fast schmecken konnte. Jetzt kam der Name des Hogwarts-Champions. Und das Feuer des Kelches färbte sich wiederum rot.
Funken sprühten aus der Glut. Eine Flamme züngelte hoch und aus ihrer Spitze zog Dumbledore das Stück Pergament. »Der Hogwarts-Champion«, rief er, »ist Cedric Diggory.« »Nein«, sagte Ron laut, doch keiner außer Harry hörte ihn. Der Tumult am Nachbartisch war zu gewaltig. Ausnahmslos alle Hufflepuffs waren aufgesprungen, schrien und stampften mit den Füßen, während Cedric mit breitem Grinsen an ihnen vorbei auf die Kammer hinter dem Lehrertisch zuging. Tatsächlich hielt der Beifall für Cedric so lange an, dass Dumbledore einige Zeit brauchte, um sich wieder Gehör zu verschaffen. »Bestens«, rief Dumbledore glücklich, als der Aufruhr sich endlich legte. »Schön. Wir haben nun 3 Champions. Ich bin sicher, ich kann mich darauf verlassen, dass ihr alle, auch die nicht ausgewählten Schüler aus Beauxbatons und Durmstrang, euren Champion mit äußerster Kraft unterstützt. Indem ihr euren Champion anfeuert, könnt ihr durchaus dazu beitragen.« Doch Dumbledore verstummte plötzlich und es entging keinem, was ihn ablenkte. Das Feuer des Kelchers hatte sich abermals rot verfärbt. Eine lange Flamme schoss jäh in die Höhe und mit sich trug sie wiederum ein Pergament. Wie in Trance, so schien es, steckte Dumbledore seinen langen Arm aus und griff nach dem Blatt. Er hielt es von sich und las stumm den Namen, der darauf geschrieben stand. Eine lange Pause trat ein, während deren Dumbledore auf das Blatt in seine Hand starrte und alle anderen Dumbledore anstarrten. Und dann räusperte sich Dumbledore und las laut: »Harry Potter?« So. Das war Kapitel 16. Der Feuerkelch. Tja, was sagt man dazu, ne? Harry ist ein Champion. Oder nicht? Wir werden es erst noch erfahren. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Kapitel. Da lernt man auch ein bisschen was über die Zaubererwelt, die es so gibt. Das finde ich eigentlich auch mal ganz spannend, wenn man einfach so ein bisschen was lernt. Über die... Ja. So, man über den Tellerrand ausblickt, über die magische Welt eintaucht und so ein bisschen mehr lernt darüber. Das, finde ich, sieht man hier schön in den Büchern, so in den Filmen. Klar, es ist auch verdeutlicht, aber du kannst in einem 2-Stunden-Film nicht das verdeutlichen, was irgendwie in einem 5, 6, 800 Seiten Buch so alles erklärt und erzählt wird. Aber ja, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt schaue ich mal kurz in den Chat. Ich denke, wir haben jetzt 15 nach. Ich denke, ein Kapitel schaffen wir noch. Ich muss noch kurz was trinken. So, ich trage das mal ein. Wir machen weiter mit Kapitel 17. Die 4 Champions. Und das heißt die 4 Champions, obwohl es ja eigentlich nur 3 sein sollten. Einer für jede Schule. So, jetzt lese ich mal ein paar Minuten hier den Chat und erhole mal ein bisschen meine Stimme. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten. Schau mal rein. Wow, ihr habt da richtig die Tasten gehauen. Guten Abend an alle, die noch dazugekommen sind. Team Olli, lol. Hör mal zu. Jana, Lea, 101 Hundis. Timo, Mark, Robin, Mjukp, Noel, ist auch da. Schon, oder? So, ich komme mal kurz nach. Was habt ihr denn so geschrieben? Ich muss meine Stimme immer so ein paar Minuten erholen zwischen den Kapiteln, weil die sind jetzt auch extrem lang. Das waren irgendwie einige Seiten mehr als sonst, da muss man sich ein bisschen kurz erholen. Wir haben ja schon längere Livestreams gemacht, zum Beispiel diesen, wie heißt das? Hogwarts Legacy Livestream. Aber es ist tatsächlich ein Unterschied, ob man so einfach vorliest, Kapitel für Kapitel, oder ob man so einfach normal livestreamt und ein bisschen redet. Weil man muss sich irgendwie sehr konzentrieren beim Lesen und so, damit das hier halbwegs fehlerfrei über die Bühne geht. So.
So, einige sind schon schlafen gegangen. Ich denke, die Hälfte ist vielleicht noch wach, die andere Hälfte schläft schon. Die, die noch wach ist, kann gerne mal den Stream liken. Dann wird er nämlich noch mehr Leuten angezeigt für das letzte Kapitel. Einfach einmal hier auf Like drücken, das wäre richtig korrekt. Ansonsten ist ja alles hier kostenlos. Kostenlos, aber nicht umsonst. Hoffe ich zumindest. Du hast keine Lust zu schlafen und morgens arbeiten. Ja, kann ich nachvollziehen. Montag ist immer schwierig, ne? Ist auch so, dass man dann irgendwie den ganzen Sonntag dran denkt. Aber deswegen machen wir auch ein bisschen den Livestream, dass man dann noch so ein bisschen abschalten kann und sich einfach ablenken. Und einschlafen. Und ein bisschen chillen. Überstunden abarbeiten, hast morgen frei. Ach, die Ferien sind morgen zu Ende. Stimmt. Ich bin ja jetzt schon eine Weile aus dem Schulalter raus, aber das ist doch jetzt. Jetzt ist ja wieder, je nach Bundesland, hat es gerade so angefangen und sind gerade so zu Ende, ne, weil es alles so durcheinander sind. Also da, wo ich wohne, in Baden-Württemberg, haben die gerade erst, glaube ich zumindest, vor ein paar Wochen angefangen. Die gehen, glaube ich, immer bis September oder so. Aber in anderen Bundesländern sind sie, glaube ich, jetzt schon zu Ende. Fast zu Ende. Oder demnächst zu Ende. Ja. Ja, in der Schule ist immer schon entspannt, ne? Man kann das, man weiß das nicht so zu schätzen, aber hat schon was. Andererseits ist man einfach, wenn man jung ist, auch genervt von den ganzen Hausaufgaben und so. So, alle, die gerade noch reingekommen sind, wir machen nur eine kleine Pause. Kurz die Stimme erholen für das nächste Kapitel. Dann lesen wir schon weiter. Was arbeitet ihr? Investiert dein Geld, Baukapital auf und dank mir nächstes Jahr. Achso. Ja, ich glaube, so ein bisschen sparen wird den wenigsten Leuten schaden, wenn man einfach irgendwie, was man übrig hat, Anfang des Monats schon weglegt, damit man es nicht ausgibt. Vielleicht auf ein Tagesgeldkonto oder so, so ein Puffer von 2 bis 3 Monaten. Und danach alles, was man, wenn man keine Anschaffungen macht oder so in den nächsten 10, 15 Jahren, vielleicht in einen einfachen ETF. Ich glaube, viele Leute könnten sich da noch ein bisschen mehr trauen. Ich glaube, viele Leute misstrauen so ein bisschen Aktien. Ich glaube, Deutschland ist allgemein sehr konservativ, was das angeht. Aber gut, wir sind jetzt hier nicht im Aktientalk, wir sind jetzt hier bei Harry Potter. Bisschen anderes Universum. Erzieher haben wir auch noch. Ja, das ist cool. Ich habe mal ein Praktikum in der Schule gemacht. Es war sehr cool, aber es war auch sehr anstrengend. Ich glaube, von 30, 35 Leuten, Lehrern, also Lehrerinnen dort, war nur der Schulleiter und ich die einzigen Männer. Es waren nur Frauen, also nur Lehrerinnen. Das war krass. Die ganzen Kinder haben sich richtig gefreut, dass auch mal ein Mann da rumläuft. Ich glaube, das ist richtig cool, wenn es auch männliche Erzieher gibt oder Lehrer. Vor allem auch in den Jüngeren, also für jüngere Kinder. Das finde ich auf jeden Fall cool. Wie lange geht der Stream noch? Naja, ein Kapitel, denke ich, machen wir schon noch. Internet macht ja heute wieder mit, sag ich jetzt. Und es geht gleich wieder nicht. Nee, hoffentlich nicht. Gerade schon viele Eltern können ihre Kinder nicht mehr erziehen. Ja, kann schon sein. Viele setzen ihr Kind auch vielleicht einfach mit dem iPad in die Ecke, wenn es gerade nervt. Das ist eine Ausbildung zur Rohrreinigung. Das habe ich ja noch nie gehört. Ist das ein Ausbildungsberuf? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, das sind einfach so Sanitärinstallateure oder so. Ist ja interessant, was man hier alles lernt. Ja, Robin, kein Problem. Wenn du das später hörst hier, kannst du den Livestream einfach nachher anschauen. Später. Ja, ich habe die Bücher schon, na gut, gelesen wäre jetzt, glaube ich, gelogen, aber zumindest als Hörbuch gehört. Und manche habe ich auch gelesen. Ich kenne alle Videos auf jeden Fall. Alle Videos, alle Bücher. Aber die meisten habe ich tatsächlich nur als Hörbuch gehört. Ist aber auch schon eine Weile her, deswegen kenne ich das ja auch noch nicht mehr alles. Ist auch alles neu, dass ich vor allem die Bücher, aber auch die Filme habe ich jetzt auch schon alle nicht mehr so wirklich angeschaut. Lange nicht mehr. Hast du meine Nachricht auf Instagram bekommen? Oh, da muss ich gerade mal gucken, du. Beziehungsweise, dann kann ich nachher mal gucken. Jetzt gerade kann ich gerade nicht, aber ich schaue mal nach dem Stream. Beziehungsweise, wenn wir am Ende sind.
Ja, tatsächlich schaue ich da nicht so oft rein, das ist nicht so schlau, ne? Tut mir leid. Aber ich gucke nachher mal. Herr Streamer, was arbeiten Sie? Ja, ich bin Streamer. Nee, ich bin Student. Ich bin Student und mache gerade ein Praktikum und arbeite nebenbei noch freiberuflich. Ja, diverse Sachen. Es würde jetzt ausschweifen, das alles zu erzählen, aber langweilig wird mir auf jeden Fall nicht. Sehr gerne, Nikon. Kennst du das Gedicht vom Bodensee? Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Kannst du mir gerne mal vordichten. Soll ich das mal vorlesen? Ich habe aber leider keinen krassen Dialekt hier, keinen Akzent. Sehr gerne. Bist gerade erst aufgestanden. Perfekt. Bist du auch in einem anderen Rhythmus? Du hast jetzt erst Ferien. Kommst du aus Bayern oder Baden-Württemberg? Oder wo hat man jetzt erst Ferien? Also ich weiß, dass man hier immer sehr spät, ich hatte immer ganz am Ende Ferien. Meine Familie aus Berlin, die hatte schon, das hat sich gerade so überschnitten irgendwie, dass man sich mal gesehen hat. Du hast gerade angefangen, deine Fanfiction von Harry Potter vorzulesen. Ja, perfekt. Geht alle mal bei Hundis vorbeigucken und seine Fanfiction lesen. Und ein Like dalassen. Fachkraft für Rohr, Kanal und Industrieservice. Interessant. Das ist ja, das geht auch, die Arbeit wird nicht ausgehen, ne? Wahrscheinlich kriegst du mehr Arbeit einfach. Ich habe das Gefühl, die ganzen Handwerksberufe, die werden sich in der mittleren bis längerfristigen Zukunft gut entwickeln. Vor allem, wenn man halt einen Eigenbetrieb aufmacht. Weil alle nur noch studieren gehen gefühlt und keiner mehr Handwerk arbeiten will. Wenn man da jetzt eine Ausbildung macht oder gemacht hat, sitzt man, glaube ich, am längeren Hebel irgendwann, wenn alle noch studieren gehen und keiner mehr was handwerklich selber auf die Reihe bekommt. Baden-Württemberg, habe ich mir gedacht. Ich muss mal kurz mein Fenster zumachen. Auf. Es wird mit der Zeit immer so ein bisschen sehr warm. Vor allem, wenn man liest. 27,5 Grad haben wir gerade. Schön Toast in meinem Zimmer. Machst du dir einen Kaffee? Das ist aber ein richtiger Vibe. Jetzt draußen sitzen, Sterne gucken, vielleicht noch einen Podcast oder ein Hörbuch anhören. Einfach so die Sterne angucken, das ist dann entspannt. Ich wünschte, bei uns ging das auch genau da, wo ich wohne, geht das nicht, weil da so hell. Wenn man ein bisschen außerhalb geht, dann geht das. Das finde ich immer ziemlich cool. Ich habe auch ein Teleskop. Aber es ist nichts Krasses. So weit kann man nicht sehen. Den Mond kann man so erkennen, kann man so die Details ausmachen, aber weiter geht das nicht unbedingt. Hier ist nur noch kalt. Ja, die letzten Tage und die nächsten Tage ist es gerade nicht so richtig sehr warm, ne? Zumindest draußen. So, machen wir gleich mal weiter. Habe ich hier, habe ich schon reingeschrieben? Ich guck mal kurz, wie lang das ist. 134. Ja, das ist ein bisschen kürzer als das, was wir gerade hatten. So lang am Stück ist immer anstrengend. Bist wieder da. Herzlich willkommen zurück. So, dann machen wir gleich mal weiter. Null über null. Ach stimmt, hier hatte doch jemand Geburtstag. Ist er noch da? Oder die? Das habe ich ja fast vergessen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Irgendjemand hatte Geburtstag. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen. Aber irgendjemand hatte heute Geburtstag.
So, ich habe noch gerade den Discord-Link reingehauen. Könnt ihr gerne mal reinkommen. Falls ihr Interesse habt, ist kostenlos. Könnt ihr einfach gucken. Und ja, so viel erzähle ich da gerade noch nicht. Aber ich mache immer Announcements normalerweise, wenn ein Livestream ist. Und generell kann man das ja aufbauen. Wie sprichst du Ceres oder Lucius aus? Na, wie Ceres oder Lucius? Ich weiß nicht, wie es richtig ist. Ceres, Severus, Severus, Lucius, Lucius, Lucius. Sag du es mir, wie es richtig ist. So, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten. Die vier Champions. Könnt ihr gerne alle nochmal den Stream liken. Dann wird er noch mehr Leuten angezeigt. Das wäre Premium. Und dann machen wir mal weiter. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil der ganze Text ist ja auf Deutsch. Es hat aber sehr viele englische Wörter. Da muss man so hin und her switchen zwischen der deutschen und englischen Aussprache. Wenn man das so für sich still liest, das ist kein Problem. Aber wenn man das so vorliest, vor allem flüssig, ohne das zu üben, sondern live, ist manchmal ein bisschen tricky. Bleib bei Ceres. Lucius. Lucius. Ich weiß nicht. Severus? Severus. Egal. Wir machen mal weiter. Die vier Champions. Harry saß da und wusste genau, dass jedes Augenpaar in der großen Halle auf ihn gerichtet war. Er war geschockt, er war gelähmt. Er musste träumen. Er hatte nicht richtig gehört. Niemand klatschte. Plötzlich kam ein Summen wie von einem Schwarm wütender Bienen in der Halle auf und wurde immer lauter. Einige standen auf, um Harry besser sehen zu können, wie er da vollkommen starr auf seinen Platz hockte. Oben am Lehrertisch war Professor McGonagall aufgestanden und an Ludo Bagman und Professor Karkaroff vorbei zu Professor Dumbledore gerauscht, der ihr mit leichtem Stirnrunzeln das Ohr zuneigte. Harry wandte sich zu Ron und Hermine um. Hinter ihnen saßen die anderen Gryffindors in langer Reihe an der Tafel und starrten ihn mit offenen Mündern an. »Ich habe meinen Namen nicht eingeworfen«, sagte Harry fassungslos. »Das wisst ihr doch.« Die beiden sahen ihn nicht minder fassungslos an. Am Lehrertisch nickte Professor Dumbledore seiner Kollegin zu und stand dann auf. »Harry Potter«, rief er. »Harry, nach oben, wenn ich dich bitten darf.« »Geh schon«, flüsterte Hermine und versetzte Harry einen kleinen Schubs. Harry stand auf, veränderte sich im Saum seines Umhangs und geriet kurz ins Stolpern. Der Weg zwischen den Tischen der Gryffindors und Hufflepuffs hindurch kam ihm vor wie ein ungeheuer langer Marsch. Der Lehrertisch wollte und wollte nicht näher kommen und ihm war, als würden ihm die vielen hundert Augen wie Suchscheinwerfer Schritt für Schritt folgen. Das Summen schwoll weiter an. Dann endlich, es musste eine Stunde vergangen sein, stand er vor Dumbledore und er spürte jetzt die Blicke sämtlicher Lehrer auf sich gerichtet. »Nun, durch die Tür, Harry?« sagte Dumbledore. Er lächelte nicht. Harry ging am Lehrertisch entlang. Ganz am Ende saß Hagrid. Er zwinkerte Harry nicht zu, winkte auch nicht und hob auch nicht wie sonst immer die Hand zum Gruß. Er sah vollkommen verdattert aus und starrte wie all die anderen aus, auch den vorbeigehenden Harry an. Harry ging durch die Tür und befand sich nun in einem kleineren Raum, an dessen Wände Gemälde von Hexen und Zauberern hingen. Ein stattliches Feuer prasselte hinten im Kamin. Kaum war er eingetreten, wandten sich ihm die Gesichter auf den Gemälden zu. Eine verhutzelte Hexe huschte aus ihrem Bilderrahmen, tauchte im nächsten bei einem Zauberer mit Walross-Schnurrbart wieder auf und begann, ihm ins Ohr zu flüstern. Victor Krum, Cedric Diggory und Fleur Delacour saßen am Kamin. Vor dem flackernden Feuer wirkten ihre Profile ungewöhnlich beeindruckend. Krum, ein wenig abseits von den anderen, lehnte sich in sich versunken an der Kaminfassung. Cedric hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt und stierte ins Feuer. Fleur Delacour wandte sich um, als Harry eintrat, und warf mit einer raschen Kopfbewegung ihr langes, üppiges Silberhaar in den Nacken. »Was ist los?« sagte sie. »Sollen wir es zurückgehen, die alle?« Sie dachte, Harry sei mit einer Nachricht gekommen. Harry wusste nicht, wer erklären sollte, was eben geschehen war. Er stand einfach da und sah die drei Champions an. Jetzt auf einmal fiel ihm auf, wie groß sie alle waren. Hinter sich hörte er hastige Schritte. Dann trat Ludo Bagman ein, er packte Harry am Arm und zog ihn beiseite.
Unglaublich, murmelte er und drückte Harrys Arm. Absolut unglaublich. Meine Herren, meine Dame, ergänzte er und ging auf die anderen am Kamin zu. Darf ich Ihnen, so unfasslich es klingen mag, den vierten Champion unseres Turniers vorstellen? Viktor Krumm richtete sich auf. Er sah Harry scharf an und sein mürrisches Gesicht verdüsterte sich noch mehr. Cedric schien vollkommen aus der Fassung geraten. Sein Blick wanderte von Bergman zu Harry und wieder zurück, als wäre er sich sicher, dass er Bergman soeben missverstanden hatte. Fleur de la Cour jedoch warf ihr Haar in den Nacken und sagte lächelnd, »Oh, sehr lustiger Witz, Mr. Bergman.« »Witz?« echote Bergman verdutzt. »Nein, nein, keineswegs. Der Feuerkelch hat gerade Harrys Namen ausgegeben.« Krumms dichte schwarze Brauen zogen sich unmerklich zusammen. Cedric schien noch immer um die Fassung zu ringen. Fleur runzelte die Stirn. »Aber offensichtlich ist das ein Fehler«, sagte sie verächtlich in Richtung Bergman. »Er kann nicht teilnehmen. Er ist zu jung.« »Nun, ja, es ist höchst erstaunlich«, sagte Bergman. Er rieb sich das glatte Kinn und lächelte zu Harry hinunter. »Doch, wie Sie wissen, wurde die Altersbegrenzung erst dieses Jahr eingeführt, als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung. Und da der Kelch seinen Namen ausgegeben hat, es ist nun einmal so weit gekommen und ich denke, dann darf man sich nicht drücken. Es steht in den Regeln, er ist verpflichtet. Harry muss ganz einfach tun, was in seinen Kräften...« Die Tür hinter ihm ging auf und eine größere Gruppe kam herein. Professor Dumbledore, dicht gefolgt von Mr. Crouch, Professor Karkaroff, Madame Maxime, Professor McGonagall und Professor Snape. Harry hörte das Gesumme seiner Mitschüler hereindringen, bis Professor McGonagall die Tür schloss. »Madame Maxime?« rief Fleur und ging mit großen Schritten hinüber zu ihrer Lehrerin. »Man sagt, dass dieser kleine Junge ihr ebenfalls teilnehmen soll?« Irgendwo unter seiner Benommenheit und Ratlosigkeit spürte Harry einen zornigen Stich. »Kleiner Junge?« Madame Maxine richtete sich zu ihrer stattlichen Größe auf. Mit ihrem schönen Kopf streifte sie den kerzenbesetzten Kronleuchter und ihre mächtige, in schwarze Satin gehüllte Brust hob sich. »Was hat das zu bedeuten, Dumbledore?« sagte sie in gebieterischem Ton. »Das würde ich auch gerne wissen, Dumbledore«, sagte Professor Karkaroff. Er hatte ein stählernes Lächeln aufgesetzt und seine blauen Augen wirkten wie Eissplitter. »Zwei Champions für Hogwarts. Mir ist jedenfalls keiner gesagt, dass für die gastgebende Schule zwei Champions antreten dürfen. Oder habe ich die Regeln nicht sorgfältig genug gelesen?« Er lachte kurz und gehässig auf. »C'est impossible«, sagte Madame Maxime, deren gewaltige Hände mit ihren vielen herrlichen Opalen auf Fleurs Schulter ruhten. »Hogwarts kann keine zwei Champions haben, das ist höchst ungerecht.« »Wir hatten darauf vertraut, dass ihre Alterslinie jüngere Bewerber fernhalten würde, Dumbledore«, sagte Karkaroff, noch immer stärker lächelnd, während er seine Augen noch kälter wurden. »Denn sonst hätten wir natürlich eine größere Auswahl an Kandidaten aus unseren Schulen mitgebracht.« »Dafür trägt einzig und allein Potter die Schuld, Karkaroff«, sagte Snape leise. Seine schwarzen Augen glühten heimtückisch. »Stellen Sie Dumbledore nicht an den Pranger, nur weil Potter so entschlossen ist, die Regeln zu brechen. Seit er an dieser Schule ist, übertritt er ständig Grenzen.« »Danke, Severus«, sagte Dumbledore mit fester Stimme. Und Snape verstummte, auch wenn seine Augen immer noch gehässig durch den Vorhang fettigen schwarzen Haares schimmerten. Professor Dumbledore sah zu Harry hinunter, der ihm geradewegs in die Augen hinter den Halbmondgläsern schaute und versuchte, ihren Ausdruck zu entschlüsseln. »Hast du den Zettel mit deinem Namen in den Feuerkelch geworfen, Harry?« fragte Dumbledore ruhig. »Nein«, sagte Harry. Er wusste, dass ihn alle scharf beobachteten. Snape ließ aus dem Hintergrund ein leises, unwilliges und ungläubiges Schnauben hören. »Hast du einen älteren Schüler gebeten, deinen Namen für dich in den Feuerkelch zu werfen?« fragte Professor Dumbledore, ohne auf Snape zu achten. »Nein«, sagte Harry nachdrücklich. »Aber natürlich lügt er«, rief Madame Maxine. Snape schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf. »Er wäre nicht über die Alterslinie gekommen«, sagte Professor McGonagall schneidend. »Ich bin mir sicher, wir alle stimmen darin überein. Dumbledore muss einen Fehler bei der Linie gemacht haben«, sagte Madame Maxine achselzuckend. »Das ist natürlich möglich«, entgegnete Dumbledore höflich. »Dumbledore, Sie wissen genau, dass Sie keinen Fehler gemacht haben«, sagte Professor McGonagall aufgebracht. »Nun aber wirklich, was für ein Unsinn. Harry hätte die Linie nie selbst übertreten können, und wenn Professor Dumbledore ihm glaubt, dass er keinen älteren Mitschüler dazu angestiftet hat, dann möchte ich doch hoffen, dass Sie alle damit zufrieden sind.«
Sie warf Professor Snape einen sehr zornigen Blick zu. »Mr. Crouch, Mr. Bagman«, sagte Karkov, nun mit salbungsvoller Stimme. »Sie sind unsere unparteiischen Richter. Sie stimmen sicher mit mir überein, dass es sich um eine offene Regelverletzung handelt.« Bagman wischte sich mit dem Taschentuch über das runde, jungenhafte Gesicht und sah Mr. Crouch an, der außerhalb des Feuerscheins stand, das Gesicht halb im Schatten verborgen. Er sah ein wenig schaurig aus, das Halbdunkel machte ihn viel älter und verlieh ihm fast ein totenkopfartiges Aussehen. Er sprach jedoch in seinem üblichen, barschen Ton. »Wir müssen die Regeln befolgen, und in den Regeln heißt es klar, dass die Schüler, deren Namen der Feuerkelch ausgibt, verpflichtet sind, am Turnier teilzunehmen.« »Tja, Barty kennt das Regelwerk praktisch auswendig«, strahlte Bagman und wandte sich wieder Karkaroff und Madame Maxine zu, als ob die Sache damit entschieden wäre. »Ich bestehe darauf, noch einmal die Namen meiner übrigen Schüler einzuwerfen«, sagte Karkaroff. Der salbungsvolle Ton und das Lächeln waren von ihm abgefallen. Dafür hatte sein Gesicht einen ungemein hässlichen Eindruck angenommen. »Sie werden den Feuerkelch noch einmal aufstellen und wir werfen weitere Namen ein, bis jede Schule zwei Champions hat. Das ist nur fair, Dumbledore.« »Aber Karkaroff, das wird nicht möglich sein«, sagte Bagman. »Der Feuerkelch ist soeben erloschen. Er wird sich erst wieder zu Beginn des nächsten Turniers entzünden.« »An dem Durmstrang ganz sicher nicht teilnehmen wird«, warf Karkaroff zornig ein. »Nach all unseren Treffen und gemeinsamen Absprachen hätte ich nicht erwartet, dass so etwas passieren könnte. Ich behalte mir vor, Hogwarts sofort zu verlassen.« »Leere Drohung, Karkaroff«, knurrte eine Stimme an der Tür. »Sie können Ihren Champion das nicht im Stich lassen. Er muss kämpfen. Sie alle müssen kämpfen. Er ist ein bindender magischer Vertrag, wie Dumbledore sagt. Das passt Ihnen dann doch, oder?« Moody war gerade hereingekommen. Er hinkte auf das Feuer zu und jedes Mal, wenn er den rechten Fuß aufsetzte, gab es ein lautes Klonk. »Das soll mir passen?« sagte Karkaroff. »Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht, Dame Moody.« Harry spürte, dass er eigentlich verächtlich klingen wollte, als wären Moodys Worte eine Entgegnung überhaupt nicht wert. Doch seine Hände verrieten ihn. Er hatte sie zu Fäusten geballt. »Nicht?« sagte Moody leise. »Es ist ganz einfach, Karkaroff. Jemand hat Potters Namen in den Kelch geworfen, und dieser jemand wusste genau, dass Harry teilnehmen muss, wenn der Kelch ihn erwählt.« »Offensichtlich jemand, der wollte, dass Hogwarts zwei Chancen bekommt«, sagte Madame Maxime. »Sie haben vollkommen recht, Madame Maxime«, sagte Karkaroff und verneigte sich vor ihr. »Ich werde Beschwerde beim Zaubereiministerium sowie bei der Internationalen Zaubereivereinigung einreichen.« »Wenn hier jemand einen Grund hat, sich zu beschweren, dann ist es Potter«, knurrte Moody. »Aber komisch, von ihm höre ich kein Wort.« »Warum soll er sich beschweren?« platzte Fleur de la Cour los und stampfte mit dem Fuß auf. »Er hat die Chance teilzunehmen, nicht wahr? Wir anderen haben wochenlang darauf gehofft. Die Ehre für unsere Schulen, 1000 Galleonen Preisgeld. Für diese Chance werden viele sogar sterben.« »Vielleicht hofft jemand, dass Potter tatsächlich dafür stirbt«, sagte Moody mit kaum noch merklichen Knurren. Diesen Worten folgte ein äußerst gespanntes Schweigen. Ludo Bagman trippelte nervös hin und her und entgegnete beklommen: »Moody, altes Haus, was sagen Sie denn da?« »Wir alle wissen, dass Professor Moody den Morgen für verschwenden hält, wenn er nicht vor dem Mittagessen 6 Mordverschwörungen gegen sich aufdeckt«, sagt Karkaroff laut. »Offenbar bringt er jetzt auch seinen Schülern die Angst vor einem Attentat bei. Ein merkwürdiger Zug bei seinem Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste, Dumbledore. Aber sie hat bestimmt ihre Gründe, ihn zu kommen zu lassen.« »Ich bilde mir die Dinge ein, tatsächlich«, knurrte Moody. »Ich sehe schon Gespenster, oder? Es war eine fähige Hexe oder ein Zauberer, der den Namen dieses Jungen in den Kelch geworfen hat.« »Ah, wo sind die Beweise dafür?« sagte Madame Maxine, und ihre riesigen Hände ruderten durch die Luft. »Hier wurde ein kraftvoller, magischer Gegenstand ausgetrickst«, sagte Moody. »Ein ungewöhnlich starker Verwechslungszauber war nötig, damit dieser Kelch vergisst, dass nur 3 Schulen am Turnier teilnehmen. Ich vermute, dass Potters Name für eine 4. Schule eingeworfen wurde, denn dann galt er als deren einziger Kandidat.« »Sie scheinen ja ausgiebig darüber nachgedacht zu haben, Moody«,
entgegnete Karkaroff kühl. Und das ist natürlich eine ausgefuchste Theorie. Allerdings ist mir zu Ohren gekommen, dass sie jüngst die Fixidee hatten, eines ihrer Geburtstagsgeschenke sei ein raffiniert getarnter Basiliskenei. Sie schleuderten es deshalb gegen die Wand und mussten dann leider erkennen, dass es nur ein Reisewecker war. Sie müssen daher verstehen, dass wir sie nicht ganz ernst nehmen können. Ich denke an gewisse Leute, die harmlose Veranstaltungen für ihre Zwecke ins Gegenteil verkehren, entgegnet Moody in drohendem Tonfall. Wie Sie eigentlich wissen sollten, Karkaroff, es ist meine Aufgabe, mich in das Denken schwarzer Magier einzufühlen. Alistair, sagte Dumbledore mahnend. Harry wunderte sich einen Moment lang, wen er damit meinte, doch dann wurde ihm klar, dass Mad-Eye wohl kaum Moodys richtiger Vorname sein konnte. Moody verstummte, beobachtete Karkaroff jedoch immer noch vor Genugtuung und Karkaroffs Gesicht glühte. »Wir wissen nicht, wie wir in diese Lage geraten sind«, sagte Dumbledore in die Runde. »Ich denke jedoch, wir haben wohl keine andere Wahl, als das Beste daraus zu machen. Sowohl Cedric als auch Harry wurden zu Teilnehmern des Turniers bestimmt, daher werden sie auch...« »Ah, aber Dumbledore!« »Meine liebe Madame Maxine, wenn Sie einen anderen Vorschlag haben, wäre ich erfreut, ihn zu hören.« Dumbledore wartete, doch Madame Maxine schwieg und... seien nur Zornfunkeln an. Und sie war nicht die Einzige. Auch Snape sah wütend aus. Karkaroff schien vor Zorn zu kochen. Bagman jedoch machte den Eindruck, als sei er vor Begeisterung ganz aus dem Häuschen. »Nun, wie steht's, legen wir los?« sagte er, rieb sich die Hände und lächelte in die Runde. »Wir müssen unseren Champions doch sagen, was es geht. Barty, ich erteile dir das Wort.« Mr. Crouch schien aus tiefer Nachdenklichkeit zu erwachen. »Ja«, sagte er langsam. Die Anweisungen, ja, die erste Aufgabe. Er trat ins Licht des Feuers. Von nahem fand Harry sah er krank aus. Dunkle Schatten lagen unter seinen Augen und seine runzlige Haut wirkte ganz anders als bei der Weltmeisterschaft, dünn und papieren. »Die erste Aufgabe dient dazu, ihren Mut auf die Probe zu stellen«, verkündete er Harry, Cedric, Fleur und Krumm. »Und deshalb sagen wir ihnen nicht, um was es geht. Kühnheit angesichts der überraschenden Gefahr ist ein sehr wichtiger Charakterzug von Zauberern. Sehr wichtig. Die erste Aufgabe werden wir ihnen am 24. November stellen, vor allem ihren Mitschülern und den Schiedsrichtern. Den Champions ist es nicht gestattet, von ihren Lehrern Hilfe anzunehmen, damit sie die Aufgaben lösen können. Sie werden sich der ersten Herausforderung nur mit ihrem Zauberstab bewaffnet stellen müssen. Wenn die erste bewältigt ist, erhalten sie Auskunft über die zweite Aufgabe. Da das Turnier äußerste Kraft und viel Zeit verlangt, sind die Champions von den Jahresabschlussprüfungen freigestellt.« Mr. Crouch wandte sich an Dumbledore. »Ich glaube, das ist alles, Albus.« »Ich denke auch«, sagte Dumbledore und sah Mr. Crouch ein wenig besorgt an. »Sind Sie sicher, dass Sie heute Nacht nicht in Hogwarts bleiben wollen, Barty?« »Ja, Dumbledore, ich muss zurück ins Ministerium«, sagte Mr. Crouch. »Wir haben im Moment eine schwierige und arbeitsreiche Zeit. Ich habe dem jungen Weatherby die Verantwortung überlassen, solange ich weg bin. Sehr eifrig, ein wenig übereifrig, um die Wahrheit zu sagen.« »Bevor Sie gehen, schauen Sie doch auf ein Gläschen bei mir vorbei«, sagte Dumbledore. »Jetzt komm schon, Barty, ich bleib auch hier«, sagte Bagman ausgelassen. »Hier in Hogwarts spielt jetzt die Musik. Das ist doch viel spannender als das Büroleben.« »Das glaube ich nicht, Ludo«, sagte Crouch mit einem Anflug seiner früheren Ungeduld. »Professor Karkaroff, Madame Maxine, noch einen Schlummertrunk?«, fragte Dumbledore. Doch Madame Maxine hatte bereits ihren Arm um Fleurs Schultern gelegt und führte sie rasch heraus. Harry hörte, wie sie sich draußen in der Halle sehr schnell auf Französisch unterhielten. Karkaroff winkte Krumm zu und auch sie ging hinaus, allerdings schweigend. »Harry, Cedric, ich schlage vor, ihr geht jetzt nach oben«, sagte Dumbledore und lächelte beiden zu. »Ich bin sicher, die Gryffindors und Hufflepuffs warten nur darauf, mit euch zu feiern, und es wäre jammerschade, sie dieses trefflichen Vorwands zu berauben, eine Menge Müll und Lärm zu machen.« Harry warf Cedric einen Blick zu, Cedric nickte und sie gingen zusammen hinaus. Die große Halle lag verlassen da. Die Kerzen waren heruntergebrannt und das schartige und flackernde Grinsen der Kürbisse hatte was Unheimliches angenommen.
So ist es also, sagte Cedric mit einem halben Lächeln. Wir spielen schon wieder gegeneinander. Sieht so aus, sagte Harry. Etwas Besseres fiel ihm einfach nicht ein. In seinem Kopf schien alles durcheinander gewirbelt zu sein, als hätte ihn jemand kräftig geschüttelt. Dann verrat mir mal eines, sagte Cedric in der Eingangshalle, die da jetzt, da der Feuerkelch verschwunden war, nur noch im Licht der Fackeln dalag. Wie hast du deinen Namen da reingebracht? Hab ich nicht, sagte Harry und sah zu ihm hoch. Ich hab ihn nicht eingeworfen. Ich sag die Wahrheit. Na gut, sagte Cedric. Harry wusste, dass er ihm nicht glaubte. Naja, wir sehen uns. Cedric nahm nicht die Marmortreppe, sondern ging rechts an ihr vorbei auf eine Tür zu. Harry blieb stehen und lauschte, wie Cedric eine steinerne Treppe hinunterstieg. Dann ging er langsam die Marmortreppe hoch. Würde irgendjemand außer Ron und Hermine ihm glauben, oder würden sie alle denken, er selbst hätte seinen Namenszettel in den Kelch geworfen? Doch wie konnte jemand so etwas glauben, wo doch seine Konkurrenten 3 Jahre länger zaubern gelernt hatten? Und zudem musste er nicht nur diese Aufgaben bewältigen, die so richtig nach Gefahr rochen, sondern es würden auch noch hunderte von Menschen dabei sein und ihm zusehen. Ja, er hatte daran gedacht, er hatte mit dem Gedanken gespielt. Er hatte davon geträumt, doch im Grunde war es ein Witz gewesen, der keine Folgen haben sollte. Er hatte nie und nimmer ernsthaft vorgehabt, teilzunehmen. Doch jemand anderes hat es getan. Jemand wollte, dass er am Turnier teilnahm und hatte dafür gesorgt, dass sein Name ins Spiel gebracht wurde. Warum? Um ihm einen Gefallen zu tun? Das konnte er kaum glauben. Um zu sehen, wie er sich zum Narren machte? In diesem Fall würde der Wunsch wohl in Erfüllung gehen. Doch um ihn sterben zu sehen? Litt Moody nur wieder an seinem üblichen Verfolgungswahn? War es nicht möglich, dass jemand seinen Namen in den Kelch geworfen hatte, um sich einen Scherz zu erlauben? Um ihn zu triezen? Wollte wirklich jemand, dass er starb? Diese Frage konnte Harry sofort beantworten. Ja, jemand wollte ihn tot sehen. Jemand wünschte ihm den Tod, seit er 1 Jahr alt gewesen war. Lord Voldemort. Doch wie hätte es Voldemort bewerkstelligen sollen, seinen Namen in den Feuerkelch zu werfen? Voldemort war angeblich weit weg in einem fernen Land und versteckte sich einsam und allein, entkräftet und machtlos. Doch in jenem Traum, aus dem er mit schmerzender Narbe hochgeschreckt war, war Voldemort nicht allein gewesen. Er hatte mit Wurmschwanz gesprochen und mit ihm den Mord an Harry ausgeheckt. Harry erschrak, denn er stand plötzlich vor der fetten Dame. Er hatte kaum wahrgenommen, wohin ihn seine Füße trugen. Eine Überraschung war auch, dass sie nicht allein in ihrem Raum war. Die verhutzelte Hexe, die in das Gemälde ihres Nachbarn huschte, als er vorhin in den kleinen Raum gekommen war, saß nun mit blasierter Miene neben der fetten Dame. Sie musste durch jedes Bild entlang der 7 Treppen gehastet sein, nur um vor ihm hier anzukommen. Die Hexe und die fette Dame sahen ihn höchst interessiert von oben herab an. »Schön, schön, schön«, sagte die fette Dame. »Violet hat mir soeben alles erzählt. Wer ist nun also gerade zum Schulchampion bestimmt worden?« »Quatsch«, sagte Harry dumpf. »Das ist ganz sicher nicht«, sagte die Hutzelhexe entrüstet. »Nein, nein, wie? Ist das Passwort«, beschwichtigte sie die fette Dame, und sie schwang an ihren Angelhängen zur Seite, um Harry einzulassen. Der Lärmschwall, der durch das Porträtloch an Harrys Ohren drang, riss ihn beinahe von den Füßen. Dann wusste er nur noch, dass ein Dutzend Händepaare ihn in den Gemeinschaftsraum zerrten, wo ganz Gryffindor schreiend, klatschend und pfeifend auf ihn wartete. »Du hättest uns was sagen sollen«, brüllte Fred halb verärgert, doch auch schwer beeindruckt. »Wie hast du es geschafft, ohne dass dir ein Bart gewachsen ist? Genial«, polterte Fred. »Habe ich nicht«, sagte Harry. »Ich weiß nicht, wie...« Doch Angeline hatte sich nun seiner angenommen. »Tja, wenn nicht ich, dann wenigstens ein anderer Gryffindor.« »Jetzt kannst du Diggory für das letzte Quidditch-Spiel heimzahlen«, kreischte Katie Bell, ebenfalls eine Gryffindor-Jägerin. »Wir haben was zu essen, Harry. Komm, hau rein.« »Ich habe keinen Hunger, wirklich. Ich habe beim Fest genug gegessen.« Doch niemand wollte hören, dass er keinen Hunger hatte. Niemand wollte hören, dass nicht er selbst seinen Namen in den Feuerkelch geworfen hatte. Nicht ein einziger von ihnen schien zu merken, dass er überhaupt nicht in Feierstimmung war. Lee Jordan hatte irgendwo einen Gryffindor-Banner ausgegraben und er ließ sich nicht davon abbringen, es wie eine Toga am Harry zu wickeln.
Kein Entkommen für Harry. Wann immer er versuchte, sich zur Schlafsaaltreppe zu verdrücken, schloss sich die Schar um ihn und drängte ihm noch ein Butterbier auf, drückte ihm Kartoffelchips und Erdnüsse in die Hand. Alle wollten sie wissen, wie er es geschafft hatte, Dumbledores Alterslinie auszutricksen und seinen Namenszettel in den Kelch zu werfen. »Ich war's nicht«, sagte er immer und immer wieder. »Ich weiß nicht, was passiert ist.« Doch er hätte genauso gut den Mund halten können, so wenig hörten sie ihm zu. »Ich bin müde«, brüllte er schließlich, nach einer fast halben Stunde. »Nein, im Ernst, George, ich gehe zu Bett.« Er wünschte sich nichts sehnlicher, als mit Ron und Hermine zu sprechen und wieder ein wenig zu sich zu kommen. Aber keiner von beiden schien hier zu sein. Noch einmal rief er, dass er Schlaf brauche und trat fast die kleinen Krübelbrüder platt, die ihm am Fuß der Treppe auflauerten. Doch dann gelang es ihm, mal abzuschütteln und er hastete so schnell er konnte, die Treppe hoch zum Schlafsaal. Zu seiner großen Erleichterung fand er Ron noch angezogen auf dem Bett im sonst leeren Schlafsaal liegen. Dieser hob den Kopf, als Harry die Tür hinter sich schloss. »Wo warst du?«, fragte Harry. »Ach, hallo«, sagte Ron. Er grinste, doch es war ein sehr merkwürdiges, gezwungenes Grinsen. Harry wurde plötzlich klar, dass er immer noch das scharlachrote Gryffindor-Banner trug, das Liam ungebunden hatte. Rasch wollte er es losschnüren, doch es war sehr fest verknotet. Ron lag reglos auf dem Bett und sah Harry zu, wie er verzweifelt versuchte, das Tuch loszuwerden. »Na denn«, sagte er, als sich Harry endlich von dem Banner befreit und es in eine Ecke gepfeffert hatte. »Gratuliere.« »Was soll das denn heißen, gratuliere?«, sagte Harry und sah Ron finster an. Etwas stimmte offensichtlich nicht mit Rons Lächeln. Es war eher eine Grimasse. »Naja, keiner sonst ist über die Alterslinie gekommen«, sagte Ron. »Nicht mal Fred und George.« »Wie hast du es gemacht? Mit dem Tarnumhang?« »Mit dem Tarnumhang wäre ich nicht sicher über die Linie gekommen«, sagte Harry langsam. »Na gut«, sagte Ron. »Ich dachte nur, du hättest es mir sagen können, wenn es der Umhang gewesen wäre. Da hätten wir wenigstens beide drunter gepasst, oder? Aber du hast was anderes gefunden?« »Hör zu«, sagte Harry. »Ich habe meinen Namen nicht in diesen Kelch geworfen. Jemand anderes muss es getan haben.« Ron hob die Augen. »Warum sollte jemand das tun?« »Weiß ich nicht«, sagte Harry. Er hatte das Gefühl, es würde auf peinliche Art schaurig klingen, wenn er sagen würde, um mich zu töten. Ron zog die Augenbrauen so weit hoch, dass sie unter seinen Haaren zu verschwinden schienen. »Es ist schon in Ordnung, jedenfalls kannst du die Wahrheit erzählen«, sagte er. »Wenn ich willst, dass es alle erfahren, schön, aber ich weiß nicht, warum du auch noch anfängst zu lügen. Du hast ja nicht mal Ärger gekriegt, oder? Diese Freundin der fetten Dame, Violet, hat uns alles erzählt. Dumbledore lässt dich teilnehmen, 1000 Gallionen Preisgeld, aber hallo. Und von den Prüfungen bist du auch befreit.« »Ich habe meinen Namen nicht in den Kelch geworfen«, sagte Harry mit einem Anflug von Ärger. »Ja, schon gut«, erwiderte Ron und klang dabei genauso ungläubig wie Cedric. »Aber du hast doch heute Morgen gesagt, du hättest es in der Nacht getan, damit dich keiner sieht. Ich bin nicht blöd, weißt du?« »Aber den Blödmann spielst du ziemlich gut«, blaffte ihn Harry an. »Ja?«, sagte Ron. Und jetzt war keine Spur eines Grinsens, ob echt oder falsch, auf seinem Gesicht. »Willst jetzt sicher schlafen, Harry, ne? Ich denke, du musst morgen früh raus für einen Fototermin oder sowas.« Ron zog die Vorhänge seines Himmelbetts zu und Harry stand an der Tür und starrte auf den dunkelroten Stoff, den nun einer der wenigen Menschen verbarg, von denen er überzeugt gewesen war, dass sie ihm glauben würden. So, das war Kapitel 17. Was habt ihr, was denkt ihr darüber? Wenn ihr noch wach seid, viele sind wahrscheinlich gerade schon eingepennt. Aber ist in Ordnung. Glaubt ihr, es war Harry? Oder glaubt ihr, es war jemand anders? Oder glaubt ihr, es war gar niemand und es ist einfach so passiert? Ohne zu spoilern, bitte. Keine Spoiler in den Chat, aber einfach so am besten raten, wenn ihr es noch nicht wisst. So, ich schau mal in den Chat. Was ist denn hier so passiert? Ist lustig, wie immer, je später die Stunde, desto weniger Nachrichten werden das immer. Die Leute alle mal schlafen gehen oder einfach müder werden. So, was gibt's denn hier so? So, ich
Muss mal runterscrollen, wo war ich denn? So viel gab's gar nicht. Hat eingeschlafen. Ja, genau. Grüße an alle. Gehen raus, die hier noch schön schreiben. Den Chat am Leben halten. Für die wenigen, die noch nicht schlafen. Ja, vielleicht soll ich mal noch früher anfangen. Ich habe mal überlegt, auch so einen Nachmittagsstream zu machen. Irgendwie 16 Uhr oder so. Keine Ahnung. Einfach, wenn die Leute... Gut, 16 Uhr, je nachdem. Vielleicht, ja, muss man mal gucken, je nach Tag. Nicht zum Einschlafen oder so, einfach so zum Chillen. Obwohl es eigentlich schon unser Ding ist, dass wir es abends machen. Oder einfach so ein bisschen früher anfangen könnte man auch. Ich meine, heute haben wir sonst, also haben wir früher angefangen als sonst. Keine Ahnung. 2 Stunden 15 sind wir jetzt dabei. Es ist jetzt 1.01 Uhr. Das heißt, Mathe. Viertel vor elf haben wir angefangen. Ja gut, so früh ist das nicht. Ich wollte schon um 10 anfangen, da musste ich aber noch ein paar Sachen einstellen. Hat es erst so geklappt. Weil ich musste ja mein Programm neu installieren. Wie war es denn jetzt eigentlich von der Qualität her? Einige waren ja wahrscheinlich letztes Mal dabei. Also ich habe schon welche gesehen im Chat, die schon letztes Mal dabei waren, als es jetzt nicht so lief mit dem Mikrofon oder mit dem Internet. Haben wir noch technische Probleme oder ist jetzt alles behoben? Ich habe mir zumindest Mühe gegeben, alles zu beheben oder alles zu probieren, dass es funktioniert. Ja, irgendwie tut mir Harry auch leid, ne? Immer kriegt er alles ab. Die Schule ist aber auch wirklich unverantwortlich. Also wirklich jetzt. Das ist ja, dass sie da, also Harry kriegt wirklich jedes Jahr irgendwas ab, wird irgendwie von Voldemort fast gekillt am Anfang, von der Schlange fast aufgegessen. Dritten Teil. Was war da? Wird er von einem Werwolf fast zerlegt. Oder von Dementoren. Fällt vom Besen die ganze Zeit. Der hat schon immer ein bisschen Pech, ne? Er ist zwar berühmt, aber irgendwie hat er auch manchmal ein bisschen Pech. Ja, bitte nicht spoilern hier im Chat. Ich guck mal. Ja, im Discord habe ich einen Spoiler-Channel. Vielleicht muss man da ein bisschen... Da haben wir jetzt noch nicht so, haben wir nur ein paar Memes reingeschickt. Da kann man gerne so über alles reden, was so spoilermäßig ist. Aber so im normalen Chat ist, glaube ich, nicht so praktisch, weil dann die Leute das... Also ehrlich gesagt glaube ich, dass die meisten Leute die Filme auf jeden... Oder viele kennen bestimmt manche Filme. Einige kennen bestimmt auch manche Bücher. Aber ich glaube tatsächlich, dass nicht so viele Leute alle Bücher kennen. Deswegen glaube ich, mit den Spoilern ein bisschen aufpassen. Sandgeist ist auch wieder am Start, hallo. Warte mal hier, du kriegst auch wieder... Wie geht das hier? Dich kenne ich auch schon seit dem ersten Livestream gefühlt. Da. Da. Bei dir weiß ich, dass du keinen Unfug machst. Jetzt ist der Chat-Hand gerade ein bisschen geladen. Jetzt kommt wieder ein bisschen was rein. Krummbein. Ja, ich glaube auch, ne, die Katze? Ich glaube, das war die Katze. Die hat bestimmt Quatsch gemacht und das da reingeworfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir jetzt hier ein paar Fanfictions schicken. So die besten kurzen, die jetzt nicht so lang sind, weil wir schon 1 Uhr haben. Von denen ich noch eine lesen kann. Dass du noch nicht müde bist und fleißig weiterliest, alle Achtung. Ist so eine Mischung zwischen... Ich bin es gewohnt, weil ich irgendwie manchmal lange arbeite und ich mir morgens Zeit lassen kann, weil ich nicht so früh anfange mit dem Arbeiten. Und ja, wäre ungünstig, wenn ich hier einschlafe. Wäre aber vielleicht auch mal ein positives Ding. Dann komme ich auch mal ein bisschen früher ins Bett, wenn wir hier um 9 anfangen. Kann ich um 12 schlafen gehen. Weil ich muss danach noch was essen. Ich habe noch Kuchen. Ich muss noch einen Kuchen snacken und dann muss ich das Zähne putzen. Und direkt einschlafen kann ich danach auch nicht immer. Ich brauche noch ein bisschen zum Runterkommen. Vielleicht muss ich mir ein beruhigendes Hörbuch anhören. Das wäre doch mal was. Naptime am Sonntag könnte gefährlich sein. Ja, ich glaube auch 16 Uhr Livestream, du hörst dir das an, schläfst ein und auf einmal ist es irgendwie 23 Uhr und du fühlst dich richtig ranzig und wachst auf und kannst nicht mehr schlafen auf Montag. Heute war alles top. Okay, perfekt. Dann hoffe ich einfach, dass es jetzt mit Internet und ich habe keine Ahnung, was das Problem war. Also ich habe tatsächlich jetzt 2 Kabel ausgetauscht, ein neues Interface und das Mikro noch angeschlossen. Aber ja, egal, woran es lag, solange es jetzt funktioniert. Ich habe irgendwie Hunger. Man
Mein Kuchen wartet auf mich. Er kennt alles. Ja, ich habe mir schon gedacht, einige Hardcore-Fans sind natürlich dabei, die hier alles schon kennen. Ich kenne ja auch schon alles. So, aber die Details merke ich, wenn ich die Bücher so lese, dass ich sehr vieles wieder vergessen habe, weil einfach sehr viele Details in den Büchern versteckt sind. Aber ja. Ja, die Leute hier sind korrekt. Das ist mir auch wichtig, dass ja jeder willkommen ist. Und man auch mal für einen Moment einen Livestream oder ein Video oder was auch immer, einen Abend mal so ein bisschen abhängen kann und vergessen, einfach chillen, ohne sich irgendwie Stress zu machen mit anderen Leuten. Es ist hier eher friedlich und entspannt. Aber ich glaube, die Hälfte schläft auch immer, deswegen können die auch gar nicht rumhaten. Weitere 2 Stunden würdest du noch fühlen. Würde ich dir gerne anbieten, kann ich aber leider nicht. Zum einen, eigentlich wäre ich mal gespannt. Ich glaube, der längste Livestream, der waren so 3,5 Stunden oder so, den wir gemacht haben. Ich weiß nicht. Das wird schon noch gehen. Aber also von der Uhrzeit. Da müssen wir wirklich mal früh anfangen, dann können wir das machen. Dann können wir mal von 9 bis 1 oder so, keine Ahnung. 4 Stunden knacken wir locker. Das freut mich, Lucy. Das freut mich, dass der gefällt. Ja, die Bücher sind schon ein bisschen anders, das stimmt. Ja, die Filme habe ich auch so oft angeguckt. Die Filme kenne ich tatsächlich noch ziemlich gut, da kann ich mich an fast alles erinnern. An die Bücher nicht. Die habe ich zwar als Kind so oft angehört oder auch gelesen teilweise, aber kann ich jetzt nicht so aus dem Kopf. Der Kaffee kick rein, perfekt. Ja, da wird viel rausgelassen. Aber du kannst es auch nicht so wirklich machen. Also eine Serie wäre halt richtig cool. Wieso? Was gibt's denn so? Was so gute Bücher sind. Mir fällt gerade nichts ein. Mir fällt gerade wirklich nichts ein. Aber es gibt ja schon einige Serien, die auf Büchern basieren, die sehr gut sind. So. Gibt es schon Pläne für nach Harry Potter? Na gut, in Anbetracht der Tatsachen, dass wir gerade mal bei Buch 4 sind und jetzt noch nicht mal bei der Hälfte und dann noch 5, 6, 7 vor uns haben und die doch deutlich länger sind, denke ich, das dauert noch ein bisschen. Aber vielleicht machen wir auch mal noch einen anderen Livestream an einem anderen Tag, wo ich mal was anderes lese. Muss jetzt ja nicht ein Roman sein, können auch andere Sachen sein. Aber ja. So, hat jetzt jemand einen Vorschlag für eine Fanfiction, die wir jetzt noch lesen können, die nicht allzu lang ist, weil so ein bisschen Energie hätte ich noch. Ich guck mal, wie lang das nächste Kapitel ist, aber das ist tatsächlich, das ist noch mal länger. Ich will das auch ein bisschen gemütlich machen. Ich will erst nicht so durchhetzen, weil ich ins Bett möchte. Also wenn jemand eine gute Fanfiction kennt, gerne mal hier Bescheid sagen. Dann können wir uns die hier noch anschauen. Das ganz kurz ist der Hobbit, ja, oder Herr der Ringe. Ich wollte sie immer lesen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Die Filme sind ja super, die Bücher sind auch gut, aber da sind so viele Details, es ist noch schlimmer als Harry Potter. Da hatte ich nicht durchgehalten, ich konnte mir Herr der Ringe nicht durchlesen. Es kann sein, dass eine Serie geplant ist, ich bin da leider nicht up to date. Die wollten doch auch mal eine Herr der Ringe Serie machen, von Amazon oder so, keine Ahnung. Gibt es das schon? Ich bin da gar nicht up to date. Das habe ich mal mitbekommen am Rande, aber keine Ahnung. Game of Thrones, ja genau, zum Beispiel, da habe ich jetzt die Bücher nicht gelesen oder nicht richtig, habe ich mal reingeguckt, aber die Serien sind natürlich gut. So, ich habe halt zwar irgendwie nach der 4. Staffel oder so aufgehört, aber die fand ich sehr gut. So, ich schau mal kurz, ob ich irgendwas finde. Fanfiction. Ich kenne tatsächlich keine wirklichen Fanfictions, deswegen brauche ich da eure Hilfe. Eine gute Fanfictions. Eine gute Fanfictions. Oh mein. Schon spät. Gecastet und soll um 10 Jahre laufen. Okay. Wenn die das irgendwie hinbekommen, dass die ganzen Schauspieler dabei bleiben, wenn sie 10 Jahre da irgendwie in der Serie mitspielen. Aber
Ja, wäre eigentlich ganz cool. Dauert dann halt 10 Jahre gefühlt, bis man dann nicht mal durchkommt durch die Serie, aber wäre eigentlich cool. Dann könnte man das eben auch mal richtig detailliert ausschmücken, so diese Serien. Die einzelnen Episoden und mal richtig eintauchen. Das fand ich cool in diesem Spiel, was wir gespielt haben. War richtig lebendig. Vielleicht müssen wir das nochmal machen. Müssen wir mal schauen. Lovecraft. Ich google das mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kenne mich gar nicht aus mit Fanfictions. Lovecraft. Ach, der Schriftsteller. Ich dachte gerade. Ja, könnte ich auch machen. Muss ich nur gucken, ob das hier auf dem Channel gut kommt oder ob ich das lieber woanders mache oder mal irgendwie live. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das so überschneidet, aber ich denke mal schon eigentlich. Das ist erst dieses Jahr. Ja, das ist doch gut, weil jetzt hast du ein bisschen Backlog. Jetzt kannst du so 3 Bücher ganz anhören und wir sind jetzt beim 4. auch schon ein Drittel durch. Bei Seite 248 von 638. Ah, der Filmdarsteller wollen dabei sein. Mhm, interessant. Wer weiß. Drei Fragezeichen. Boah, die habe ich auch immer gehört als Kind. Das fand ich auch cool. Aber da braucht man, glaube ich, verschiedene Stimmen. Das ist so ein richtiges Hörspiel. Hörspiel. Weil Harry Potter von Rufus Dings. Ist ja so ein Hörbuch, da liest er alles selber und da sind es ja tatsächlich verschiedene Sprecher mit auch Sounds, so Geräuschen und so, und das ist ja ein bisschen was anderes. Aber why not? Ich bin eigentlich für alles offen. Das Ding ist nur, ich habe ja auch nur begrenzt Zeit und derzeit finde ich es halt cool, wenn wir weiterkommen im Buch. Aber vielleicht machen wir das einfach echt mal, dass wir irgendwie einfach was anderes lesen. So, also ich bin gerade auf der Suche nach einer Harry Potter Fanfiction, aber es gibt viele Seiten und ich kenne mich nicht aus. Hat jemand eine gute Seite, wo man die lesen kann oder einen guten Titel für sowas? Ansonsten wird das hier nämlich sehr spät. Ach, die wollen nicht? Okay. Ja gut. Vielleicht haben die einfach keinen Bock mehr. Vielleicht haben die abgeschlossen mit dem Kapitel. Wollen jetzt irgendwie was anderes machen. Fanfiction.de. Soll ich mal, kann ich meinen Bildschirm teilen? Weiß gar nicht, wie ich hier meinen Bildschirm teilen kann. Geht das irgendwie? Kurzgeschichten von Harry Potter. 18 plus, weiß ich jetzt nicht, ob das hier auf den Kanal so gut passt. Könnte man lesen, aber müsste ich dann im Discord machen. Ich weiß es nicht. Ich wollte den Kanal hier eigentlich family-friendly halten. Aber das wird sich ja im Discord zum Beispiel auch anbieten, wenn man so inoffizielle Sachen einfach irgendwo anders hochlädt oder nur im Discord irgendwie macht. Ist halt eher klein, dann kommen die Leute, sehen das dann nicht unbedingt. Fanfiction, das ist so von Fans geschriebene Fiction. Also von Harry Potter-Fans, die denken sich halt was aus, was da so reinpasst. Was halt so in dem Universum, in der Harry Potter-Welt zum Beispiel, passiert. Und denken sich dann aus, was danach passiert, was davor passiert. Wieder was anderes hätte laufen können. Aber wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin danach nicht drin. Ich habe eine Schwester und die hat früher sowas geschrieben. Aber ich hatte da jetzt nicht so viel damit zu tun. Eine wahrhaft verrückte Geschichte gibt es hier. Die hat sehr viele, wie heißt das? Keine Ahnung, Wörter. When Hermione Fights gibt es auch noch. Ja. Ist der Discord-Kanal auf dem Handy verlinkt? Bin mit dem Handy on. Ah, Ray Black hat schon reingeschrieben. Perfekt. Die Links gehen aber auch nur eine bestimmte Zeit. Ich weiß gar nicht. Das kann man bestimmt irgendwie umstellen. Aber das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Dass man immer einen neuen Link machen kann und nicht einfach einen, der halt immer geht.
Es gibt eine Geschichte, wo Hermine und Draco was am Laufen haben. Interessant. So, ja, Prolog. Oha, das sind aber viele Kapitel. Das sind 913 Kapitel. Was ist denn hier los? Wie kann ich das denn teilen? Warte mal. Ich versuche das irgendwie zu teilen, damit ihr das auch sehen könnt, was ich hier gerade mache. Obwohl das eigentlich ja nicht so wichtig ist. Kapitel 1, Kapitel 2. Das sind aber kleine Kapitel. Ach, das sind irgendwie... Das spielt noch vor Harry Potter. Interessant. So richtig mit Rambazamba. Er geht noch, perfekt. Ja, Rambazamba, also so ein bisschen... Bisschen ist jetzt nicht so schlimm, aber... Obwohl das eigentlich auch nicht so tragisch wäre, weil meine, ich kann ja die Daten sehen bei YouTube. Also die meisten Leute sind zwischen 18 und 40. Auch drunter und drüber, aber... So diese Normalverteilung ist so auf, ja, zwischen 18 und 40 sind die meisten Leute hier. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber wenn jetzt hier jemand 8 ist und noch um 1.17 Uhr im Livestream, dann würde ich dem jetzt raten, schlafen zu gehen. Ja, seht ihr? kommt ihr gut in die Verteilung rein. Am oberen und unteren Ende. Wobei das jetzt nicht irgendwie, also es hat, wie gesagt, auch noch ganz junge Leute und auch über, ich weiß nicht, was da angezeigt wird. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, aber über 65 oder irgendwas wird da angezeigt. Also es gibt alt und jung hier. Und die meisten sind halt im besten Alter bis, keine Ahnung, bis 65, alle besten Alter. Ja, wir können ja jetzt mal einfach gucken. Ich will das, aber dann ist es ein bisschen hell, glaube ich. Warte mal. Wie mache ich das? macOS. Ups, Moment. So. Okay. Wie gesagt, noch nicht so ganz untalentiert hier. Kann ich das auch? Ich denke, ihr seht das. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ah, hier, guck mal. Sah, vielleicht interessiert euch das. So sieht das übrigens aus, wenn man live streamt. Hier, da sehen wir immer so am Anfang, kommen alle rein und dann wird es viel. Und dann mit der Zeit pendelt sich da so ein bisschen ein. Und hier sehe ich euren Chat. Da lese ich da immer den Chat. Und hier habe ich das Buch. Genau so sieht das aus. Und hier habe ich gerade geguckt, ob man, ja, ist hier was, ach, warte mal, ihr seht das gar nicht richtig, ne? Ah doch, ihr habt es gesehen. Hier, ich bin auf fanfiction.de und hier gibt es 913 Kapitel. Na? Naja. Ja, ich würde auch sagen, ich würde noch gerne ein Kapitel machen, aber ich denke, es ist jetzt an der Zeit, weil das nächste ist auch relativ lang, das geht locker eine Dreiviertelstunde, das schaffen wir jetzt auch nicht mehr und ich würde das gerne einfach am Stück machen, motiviert. Deswegen glaube ich, ist es jetzt einfach an der Zeit, dass wir gute Nacht sagen. Wie gesagt, es gibt gute Neuigkeiten. Ich arbeite jetzt mit jemandem zusammen, einem Abonnenten hier, der die Videos, also nicht die Videos, sondern halt den Ton bearbeitet, damit es ein bisschen besser klingt und so ein paar Fehler rausschneidet. Dann kommt das vierte Buch. Ich denke, das erste Video, ja, ich denke, morgen kommt dann erstmal das korrigierte Video, weil es gab ja ein paar Schnittfehler im dritten Teil, im Ganzen. Das, denke ich mal, kommt morgen oder übermorgen. Ich denke mal morgen. Das hat nur irgendwie 60 GB, weil das muss man erstmal hochladen, das dauert immer so lange. Aber, ja. Und dann, ich habe jetzt ja, wo sind wir jetzt? Bei 17, ne? Bei 17 Kapiteln, ja, ich weiß nicht. Vielleicht mache ich auch mal zwei Videos die Woche bei 17 Kapiteln, weil sonst bei einem Video, da sind wir aber bei über 4 Monaten allein mit dem aktuellen Bestand an Videos. Deswegen mache ich vielleicht auch zwei, vielleicht auch mal am, weiß nicht, unter der Woche, Freitag, Samstag, Sonntag Livestream. Bei zwei Videos die Woche dauert es noch 2 Monate.
bis ihr da up to date seid. Oder ich lade sie alle auf einmal hoch, dann könnt ihr euch richtig austoben. Ja. Schauen wir mal. Genau, ansonsten, der Livestream kommt hier gleich wieder online. Und dann könnt ihr gerne nochmal die, was haben wir gelesen, 3 Kapitel, glaube ich, heute. Könnt ihr gerne die 3 Kapitel alle anhören. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Livestream. Kommt in den Discord, da seid ihr immer up to date. Wenn ich es nicht vergesse, reinzuschreiben. ja, kannst du gerne machen. Kannst mir mal eine, bei Discord, glaube ich, kannst du mir, glaube ich, wie heißt das? Nachricht schreiben. Du siehst mich am Discord. Kannst mir einfach so eine Nachricht schreiben. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Nacht. Der Livestream geht gleich online. Könnt ihr euch nochmal reinschauen. Anhören, falls ihr später gekommen seid. Sind 3 Kapitel. 2 Stunden pure Unterhaltung. Bis auf das Gelaber zwischendrin. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Woche. Wir sehen uns. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. War sehr schön heute. Spannender Livestream, spannender Kapitel. Eine gute Nacht wünsche ich euch.